ich muss ja noch diese Extra-Aufgabe in Chemie machen. Mal schauen, ob Herr Versuch uns was zugeschickt hat. Es ist ja zum Glück alles noch mal gut gegangen, als wir geschwänzt haben, aber naja, dafür müssen wir jetzt diese Extra-Aufgabe machen. Was ist das denn? Verhalten von Stoffen beim Erhitzen? Das haben wir doch überhaupt nicht gemacht. Woher soll ich das wissen? Oh, das kann ich doch gar nicht. Und dann kann ich es nicht machen und dann, ach Mann, das kommt bestimmt total schlecht alles an. Dabei hatte ich mir jetzt vorgenommen, nachdem ich nicht zur Schule gegangen bin, dass ich jetzt alles wieder gut machen will. Okay, liebe Schüler, möchte denn jemand jetzt die Extraaufgabe hier vorstellen? Ah, ich sehe, in der ersten Reihe, Hanna Vogel meldet sich, dann kommen wir gerne nach vorne. Aber natürlich komme ich gerne nach vorne. Chemie ist meine einfachste Übung und ich habe da auch noch eine Präsentation vorbereitet. Moment, liebe Klasse, ich rolle gerade noch mein Plakat aus. Wie ihr seht, habe ich hier alles zusammengestellt und ich fand es auch gar nicht schwer. Hanna, ich bin wirklich beeindruckt, was für ein fantastisches Plakat du da gemacht hast und das von einer Sechsklässlerin. Hut ab! Wir werden das am besten hier oben aufhängen, dann können alle Mitschüler das sehen. Ihr könnt hier auf der linken Seite die verschiedenen Stoffe sehen und dann auf der rechten Seite, wie sie sich jeweils verhalten, wenn man sie erhitzt. Na, das scheint mir doch alles richtig zu sein. Ich glaube, du bist die Musterschülerin hier in der Klasse. Habt ihr gehört? Ihr könnt euch alle mal gerne ein Beispiel an Hanna Vogel nehmen. Die hat's wirklich drauf. Oh, wow. Ich wäre so gerne wie meine Cousine Hanna. Wirklich, sie ist mein absolutes Vorbild. Mann, ich bin sowas von stolz auf sie. Ich meine, sie ist meine beste Freundin und ich habe so ein Glück. Okay, Hanna, du hast zwar letztens die Schule geschwänzt, aber das sei wirklich alles vergessen und vergeben. Mit so einem Plakat hast du das wieder wettgemacht. Und ich würde sagen, das ist schon ein Pluspunkt für das Zeugnis. Ach, Herr Versuch, also das habe ich doch gerne gemacht. Oh Mann, so hatte ich es mir vorgestellt. Alle wären beeindruckt. Ich hätte ein tolles, großes Plakat. Und Herr Versuch wäre nicht mehr sauer, sondern würde sagen, dass ich die Beste in Chemie bin. Aber nein, ich weiß doch überhaupt nicht, was ich da hinschreiben soll. Hey Hanna, was ist denn los bei dir? Ich meine, Pia ist gerade gekommen. Hast du schlechte Laune? Oh nein, schlechte Laune? Es ist doch viel schlimmer. Ach, hey Pia. Hey Hanna, ich habe gerade die E-Mail von Herrn Versuch gesehen. Diese Aufgabe, wie sollen wir die lösen? Ich verstehe auch kein Wort. Wie verhalten sich folgende Stoffe beim Erhitzen? Wasser, Wachs, Salzwasser, Zuckerwasser? Ja, diese Aufgabe ist echt unlösbar. Wie sollen wir das nur hinkriegen? Das wird echt eine Katastrophe. Das hättet ihr beiden euch wirklich vorher überlegen sollen. Ich meine, das soll auch keinen Spaß machen. Das ist eine Extraaufgabe, eine Strafaufgabe von eurem Chemielehrer fürs Schwänzen. Das sollte euch echt eine Lehre sein. Lasst euch ruhig Zeit mit der Aufgabe. Ich meine, das müsst ihr gut durchdenken. Ich bin jetzt erstmal mit Emma im Einkaufszentrum. Ja. Ja, Mama, tschüss. Tschüss, Frau Vogel. Muss ich jetzt das extra nochmal sagen? Wir wissen doch, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ja. Ich finde es trotzdem unverantwortlich, uns so eine Aufgabe zu geben. Das kann man doch gar nicht lösen als Sechsklässler. Lass noch mal sehen, wie verhält sich Wasser beim Erhitzen? Ja, wie, keine Ahnung. Meinen die, wenn das anfängt zu kochen oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht bei 10 Grad oder 1000 Grad? Hanna, ich habe eine richtig coole Idee. Ich meine, das können wir doch einfach ausprobieren. Wir machen quasi einen Versuch. Das können wir doch in der Küche machen. Ist doch nur Wasser. Komm, Hanna, das wird cool. Ja, das ist eine echt gute Idee, Pia. Wir probieren das einfach aus und dann wissen wir, wie sich diese Stoffe verhalten. Also gut, wir haben jetzt Wasser. Wir haben hier ein Paket Zucker. Damit können wir dieses Zuckerwasser machen. Salz, damit machen wir das Salzwasser. Und was brauchen wir noch? Ach ja, hier die Kerze. Wir sollen ja auch noch gucken, wie sich Kerzenwachs verhält. Ja, dann starten wir doch mit dem Wasser. Ich meine, einfach aus dem Wasserhahn hier reinfüllen. Und dann stellen wir das Ganze hier auf den Herd und dann können wir ja sehen, wie es warm wird. Ach, meinst du wirklich, wir sollten das da mit auf den Herd stellen? Wollen wir nicht lieber einen Kochtopf nehmen oder so? Hanna, wir wollen doch nicht ewig hier in der Küche rumstehen und irgendwelche Versuche machen. Ich meine, vielleicht wollen wir noch irgendwas spielen oder so. Je schneller wir damit fertig sind, desto besser. Ach ja, wir müssen das Ganze ja dann auch noch da ausfüllen. In so eine Tabelle. Ich hol mal kurz meine Sachen. Und Pia, du musst auf jeden Fall gut aufpassen, was passiert, damit wir das gleich aufschreiben können. Also ich werde mich hier nicht von der Stelle rühren, weil ich muss hier alles beobachten, was passiert. Ui, das fängt ganz schön an zu blubbern. Vielleicht nehme ich das lieber hier runter, sonst spritzt das hier alles noch nass. Oh, Mann, ist das heiß! Oh, ich habe mir total meine Hand verbrannt und jetzt habe ich diese Kanne auch noch fallen lassen. Oh nein, und die ist auch noch kaputt gegangen. Alles voller Scherben. Oh, das wird Hanna gar nicht gefallen. Und Frau Vogel erst, sie wird bestimmt sauer sein. Ich muss das schnell wegräumen. Ab in den Müll mit dieser Scherbe. Dann bemerkt das keiner. Wo soll ich das denn hinwerfen? Gelber Sack oder Restmüll? Restmüll. Au, jetzt habe ich mich auch noch geschnitten. Oh, Mist. So, Pia, da bin ich wieder. Und ich habe den Laptop mitgebracht. Und ich habe mir überlegt, vielleicht können wir wirklich noch ein großes Plakat malen. Das kommt bestimmt gut an bei Herrn Versuch. Oh Mann, Pia, was ist denn hier passiert?
Ach, Hanna, oh Mann! Ich wollte es eigentlich wegräumen, bevor du es siehst. Mir ist hier was runtergefallen. Diese Kanne wurde total heiß. Dann habe ich die vom Herd runternehmen wollen. Dann habe ich mich verbrannt. Dann ist sie mir runtergefallen und oh. Und Pia, was ist denn da an deiner Hand? Hm? Blutest du? Oh ja, ich habe mich geschnitten an der Glasscherbe. Pia, das sieht ganz schön schlimm aus. Das ist eine ganz schön tiefe Wunde. Weißt du was? Ich rufe lieber schnell im Krankenhaus an. Ich weiß doch auch nicht, was ich machen soll. Hanna, übertreib doch nicht. Ich meine, gib mir einfach ein Pflaster. Das geht gleich schon wieder. Alles klar, die schicken uns einen Krankenwagen und die haben gesagt, du sollst dich hinsetzen und deinen Arm nach oben halten. So, Pia, sehr gut. Und geht's denn gut? Tut's sehr weh? Oh, das tut wirklich ganz schön weh. Ich meine, das puckert richtig in meiner Hand. Ich wollte das alles nicht. Oh, zum Glück ist der Krankenwagen so schnell da. Hallo, hier. So, kommen Sie mit, meine Freundin sitzt da vorne. Eieiei, was ist denn hier los? Das sieht ja total chaotisch aus. Und die Eltern sind nicht zu Hause? Oh, und eine ziemlich heftige Schnittwunde. Das muss eine große Scherbe gewesen sein. Also Mädels, ich glaube, es geht ins Krankenhaus. Das muss genäht werden. Oh Mann, was? Genäht werden? Ins Krankenhaus? Oh, was soll ich denn jetzt machen? Ich schreibe einfach schnell Mama einen Zettel. Ich kann ja Pia nicht alleine lassen. Pia, warte, ich komme gleich. Oh Mann, jetzt haben die das genäht? Und jetzt habe ich auch noch so einen dicken Verband. Das habe ich mir alles ein bisschen anders gedacht mit dem Versuch. Hey Pia, die haben mich eben nicht zu dir reingelassen. Wie geht's dir denn? Ist alles gut? Oh nein, du hast einen riesengroßen Verband. Ist deine Hand gebrochen? Nein, gebrochen ist nichts. Ich habe eine Verbrennung und eine Schnittwunde. Das ist echt ganz schön doof gelaufen. Aber keine Sorge, Hanna, beruhig dich. Also geht's dir ganz gut und du kannst am Montag wieder mit mir zur Schule gehen? Ja, klar doch. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall eine Ausrede. Das ist meine rechte Hand und damit muss ich doch sonst schreiben. Kann ich jetzt nicht mehr. Oh Mann, Pia, aber für mich steht immer noch diese blöde Chemieaufgabe aus. Hallo Pia, Hanna, wir sind wieder zurück. Moment mal, was ist denn hier passiert? So habe ich das aber nicht hinterlassen. Eine kaputte Kanne? Ist das da Blut auf dem Boden? Und Scherben? Vielleicht waren ja Einbrecher hier und haben versucht, sich einen Eistee oder so zu machen. Und dann haben sie sich an den Scherben der Kanne geschnitten. Ja, so war das. Ich glaube nicht, hier liegt ein Zettel für mich. Mama. Mama, Pia und ich sind im Krankenhaus? Was? Um Himmels Willen, was ist denn hier passiert, als ich kurz im Einkaufszentrum war? Ich verstehe das alles nicht. Ich muss jetzt sofort diese Scherben hier erstmal wegfegen. Nicht, dass die Katzen sich daran noch verletzen. Und dann geht's für uns sofort ins Krankenhaus. Wie war's ins Krankenhaus? Aber da war ich doch letztens schon. Mir geht's gut. Na gut, diesmal geht's nicht um mich. So, den Rest lassen wir jetzt erstmal so. Aber ich verstehe immer noch nicht, was hier vorgefallen ist. Aber das werden wir gleich erfahren, hoffentlich. Los, Emma, wir müssen los. Ach, meine Kleine, das ist ja gerade noch mal gut gegangen mit deiner Hand. Kurze Frage nochmal. Wie lange dauert das jetzt eigentlich, bis das richtig verheilt ist? Ist das so das ganze Schuljahr? Ich meine, dann könnte ich die ganze Zeit krank machen. Nein, nein, keine Sorge. In 1-2 Wochen ist das wieder in Ordnung. Dann kannst du wieder schreiben und dich wieder auf die Schule freuen. Hallo, guten Tag, Claudia Vogel. Aber ich war ja letztens schon hier. Ich suche meine Tochter Hanna und ihre Freundin Pia. Ach ja, Familie Vogel, das ist mir mittlerweile ein Begriff. Also ihre Tochter, die habe ich schon gesehen. Erstes Obergeschoss, 2. Raum links. Och Mensch, ich dachte, ich könnte jetzt die ganze Zeit irgendwie nicht in die Schule. Das würde mich echt freuen und ich müsste auch keine Hausaufgaben machen. Aber so ist es ja nicht. Ach Pia, sei doch froh, dass das schnell wieder verheilt. Das ist echt blöd gelaufen heute. Oh, hallo, ihr zwei, da seid ihr ja. Was ist denn passiert? Ich meine, ich war in der Küche und da habe ich fast einen Schock gekriegt. Naja, Mama, bei mir ist alles in Ordnung. Pia hat sich verletzt. Ach, lass dich drücken, die arme Pia. Wow, cooler Gips. Pia, hast du dir die Hand gebrochen? Wie ist das passiert? Das ist eine längere Geschichte. Hat was mit Chemie zu tun. Ach, Pia, Schätzchen, ich habe gerade den Anruf aus dem Krankenhaus bekommen. Mann, was machst du denn für Sachen? Also, so wie es aussieht, wollten die beiden wohl einen Chemieversuch zu Hause machen, aber das ist ganz schön schief gelaufen. Also Mädels, habt ihr gehört? Sowas macht ihr nie wieder. Sowas macht man nicht zu Hause. Dafür gibt es extra ein Labor in der Schule und das macht der Lehrer mit euch. Chemieversuche auf keinen Fall zu Hause in der Küche nachmachen. Ganz genau. Ja, die beiden haben ja recht. Es ist echt blöd gelaufen. Und ich weiß immer noch nicht, was ich bei dieser Aufgabe hinschreiben soll. Das haben wir leider nicht rausgefunden. Martin, es ist wirklich total schön, dass du wieder da bist. Und wenn du wüsstest, was alles in der Zeit, wo du weg warst, passiert ist. Passiert? Was meinst du damit? Sag es einfach. Was ist passiert? Naja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ich meine, Emma hat vorgetäuscht, dass sie nicht laufen kann. Und okay. Hanna hatte die Schule geschwänzt und das Übliche. Mama, du hast das Wichtigste vergessen. Hallo, Papa. Hanna, mein Schatz, ich habe dich ja noch gar nicht gesehen. Na, wie ist es? Na, da kommen auch meine Papa, Arme. Lass mich wieder runter. Ich bin noch viel zu schwer. Ja, ist ja gut. Ja, das merke ich auch gerade. Martin, du solltest dir am besten keinen Bruch heben. Dein armer Rücken. Lass Hanna lieber runter. Die ist schon groß.
Naja, was ich eigentlich sagen wollte, während du weg warst, Papa, wollten wir erst einen Laden eröffnen. Einen Modeladen. Wie bitte? Ein Modeladen? Ich meine, das hätten wir vorher absprechen können, Claudia. Und wir haben doch schon ein Café, oder nicht? Finanziell würden wir das doch niemals schaffen, Martin, Claudia. Du kannst dich beruhigen. Es hat alles nicht hingehauen, so wie wir uns das gedacht haben. Wir haben keinen Laden gekauft. Papa, ich habe echt das Gefühl, dass du dich freust, dass wir keinen Laden haben. Das sollte mein Laden werden. Hannas Fashion Store. Wie bitte? Hannas Fashion Store? Also, wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Hanna, ich meine nichts für ungut, aber du bist doch noch ein Kind. Was weißt du denn von Mode? Papa, ich finde das jetzt echt fies von dir. Ich meine, ich habe total viel Ahnung von Mode und ich bin total enttäuscht, dass das nicht geklappt hat mit dem Geschäft. Familie Schnösel hat uns das Ganze vermiest und du freust dich auch noch darüber. Ach, Hanna, Schatz, so war das doch jetzt auch nicht gemeint. Oh, du brauchst doch jetzt nicht weinen. Also Martin, jetzt wo du wieder hier bist, kann ich ja ein paar Aufgaben an dich abdrücken. Und zwar musst du dich jetzt um die Kinder kümmern. Ich muss ins Café. Und viel Spaß dabei. Hanna schien wirklich sauer zu sein. Ich drück dir die Daumen, dass alles glatt läuft. Das klappt ja hier super. Ich bin gerade mal ein paar Minuten wieder zu Hause und schon gibt es Ärger. Und ich meine, Hannas Modeland, das wird doch nicht klappen. Ich finde das so gemein. Mama hätte mich unterstützt, aber Papa macht sich über mich lustig. Hanna, Schatz, können wir nochmal reden? Also ich würde da gerne nochmal was klären. Ja, willst du mich wieder auslachen, weil ich mein eigenes Modegeschäft eröffnen möchte? Nein, Schatz, ich glaube an dich und ich glaube auch an deinen Modegeschmack. Du würdest das schaffen, aber du gehst doch noch zur Schule. Konzentrier dich doch erstmal darauf und danach kannst du gerne deinen Modeladen aufmachen. Hä? Na gut, Papa, aber weißt du was? Schade, dass du nicht dabei warst. Das war alles Familie Schnürsitz schuld. Die haben uns wieder echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das tut mir leid, Schatz. Und es tut mir auch leid, dass ich eben ja so überreagiert habe bzw. dich ausgelacht habe. Tut mir leid. Ist das etwa Papa? Papa, bist du etwa wieder da? Oh ja, Prinzessin, so sieht's aus. Komm, lass dich drücken. Oh, toll. Also, wie wär's, wenn wir jetzt zu dritt nochmal was machen? Ich meine, Mama, die ist ja arbeiten, aber wir können ja gerne jetzt was zusammen unternehmen. Das war ja klar, dass wir ins Einkaufszentrum kommen, aber naja, gut. Könnt ihr Eis, Papa? Das gibt's ja nicht. Wer steht denn da in der Schlange von der Eisdiele? Das ist doch Philipp. Philipp, du hast Nerven hier, dir ein Eis zu kaufen? Hey, Hanna, grüß dich. Schön, dass ich dich jetzt sehe. Alles gut? Hattest du denn auch mal vor, dich irgendwann bei mir zu melden? Ja, aber ich bin doch erst eben zurückgekommen. Also wirklich ein paar Stunden gerade mal. Ich find's aber total gemein. Du hast dich noch nicht mal bei mir abgemeldet und plötzlich war in der Schule neben mir eine Meerjungfrau auf deinem Platz und du warst nicht mehr da und du hast mir noch nicht mal einmal geschrieben oder so. Oh, das sieht nach Streit aus. Ich hoffe, wir bekommen ja langsam mal unser Eis. Naja, die Schlange ist nicht lang, aber es dauert trotzdem ewig. Ach, ist das doch... Nils, hallo, hey Nils. Ach, hallo, da seid ihr ja, Familie Vogel. Na, alles gut? Wir sind gerade hier und wollten uns ein Eis holen. Eins auch für dich. Ich kann dir eins holen, wenn du willst. Ich brauche dein Geld nicht und ich möchte kein Eis essen. Nein, ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Hanna, es tut mir doch leid. Ich hatte mein Handy auch noch nicht dabei. Also ich hatte es dabei, aber der Akku war leer, weißt du? Das ist ja wieder typisch Familie Schnösel. Ich wollte dir doch nur ein Eis anbieten jetzt, aber dann nicht. Oh Mann, das kann doch echt nicht sein. Jetzt streiten hier links und rechts von mir und keiner denkt mehr an das schöne Eis. Und voran geht's auch nicht. Der Nächste bitte. Na gut, wenn die anderen nicht wollen, die rühren sich hier kein Stück, dann gehe ich eben. Ich hätte gerne ein großes Eis. Naja, Philipp, und ich dachte schon, du hättest mich irgendwie vergessen oder so. Nein, nein, Hanna, alles gut, ich habe doch immer an dich gedacht. Ach, dieser Nils-Schnösel. Naja, wir sind, glaube ich, jetzt dran. So, jeder ist mit Eis versorgt, dann würde ich mal sagen, guten Appetit. Vielen Dank, danke. Dir auch, Papa. So, ich muss mich dann auch wieder verabschieden, Hanna. Ich muss meine Koffer noch auspacken. Mama besteht darauf. Wir sehen uns dann ja bestimmt morgen in der Schule wieder. Ich freue mich. Tschüss, Philipp. Naja, so spannend war das ja heute nicht im Einkaufszentrum, ne? Ja, das stimmt. Sollen wir vielleicht Mama besuchen? Oh, das ist doch eine tolle Idee. Nach dem Eis kann ich jetzt bestimmt noch ein paar Stückchen Kuchen essen. Ich habe noch Platz. Oh, bei Kuchen bin ich doch dabei. Auf geht's. Super. Ah, okay. Und das soll der neue Laden sein, von dem ihr erzählt habt? Ja, ganz genau. Neben Mamas Laden. Schnürsitz Fashion. Und Papa, diesen Laden hätte ich erst haben können. Also, das wäre doch eine total tolle Idee gewesen. Hallo, könnt ihr jetzt mal langsam kommen? Ich habe Hunger auf Kuchen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich meine, heute waren so gut wie gar keine Kunden hier. Ich meine, es steht noch alles da. Keiner hat was gekauft. Da höre ich doch was. Da ist jemand an der Tür. Ich glaube, die ersten Kunden kommen. Hallo, Mama, wir sind das. Ich freue mich natürlich, dass ihr mich hier besuchen kommt. Aber ich dachte eigentlich, das ist jetzt normale Kundschaft. Ich könnte nämlich ein bisschen Geld gebrauchen. Also heute kam wirklich niemand vorbei und hat irgendwas gekauft. Das ist doch klasse. Dann kann ich mich hier richtig schön bedienen. Was ist denn los? Ist denn irgendwas in letzter Zeit passiert? Ich meine, wo sind deine ganzen Stammkunden geblieben? Oh, Martin, ich weiß da auch keine Antwort drauf. Der Laden ist wie leergefegt. Es ist keiner hier. Stimmt, sonst sind die Tische immer alle belegt und heute ist keiner da. Also wenn das jetzt hier heute weiter so läuft und auch die nächste Zeit, dann kann ich den Laden hier dicht machen. Ich habe gar nichts verdient. Emma, hast du das mitbekommen? Irgendwas stimmt doch da nicht. Mama ist total traurig.
Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Na, das klingt doch wieder nach einem Fall für uns als Detektive. Wir müssen das herausfinden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mit dem Schnösel Fashion Store zu tun hat. Komm, wir schleichen uns mal daran. Also bisher sieht hier alles normal aus. Hanna, komm mal hierher, du wirst es nicht glauben. Was ist das? Was machen die da? Herzlich willkommen bei Schnösel Fashion. Hier kriegen Sie Kuchen, Kaffee, Brötchen, alles umsonst. Wow, das ist echt klasse. Kuchen, Kaffee, alles umsonst. Hauptsache, sie erzählen rum, dass das der beste Laden in ganz Playmobil City ist. Hey, was soll das hier? Was ist denn hier los? Ach, Familie Vogel mal wieder. Na, seid ihr hier für den kostenlosen Kuchen? Ihr seid ja immer dabei, wenn es irgendwas umsonst gibt. Wie peinlich. Nein, wir sind hier, weil wir schauen wollten, was hier los ist. In Mamas Café ist heute kein Mensch. Tessa, ihr habt einen Modeladen, einen Fashion Store. Warum verkauft ihr den Kuchen? Wir verkaufen den überhaupt nicht. Wir verschenken den nämlich an unsere treuesten Kunden. Ach, was ist denn hier los? Hallo, könnt ihr vielleicht mal wieder gehen? Also ihr stört hier. Ich hab hier alle meine Kunden. Hallo, was ist denn hier los? Das kann doch wirklich nicht wahr sein, oder? Mama, wir haben herausgefunden, dass sie hier Kuchen verteilen umsonst. Und jetzt wissen wir auch, warum keiner was bei dir kauft. Das ist doch wirklich eine Frechheit. Ich meine, meine Schwester weiß ganz genau, dass ich drüben meinen Kaffee habe. Und jetzt will sie mir eins auswischen. Ach, Claudia, jetzt spiel dich doch hier nicht so auf. Ich werde ja wohl noch Kuchen verteilen dürfen vor meinem Geschäft. Ich meine, es ging doch darum, dass du hier Klamotten verkaufst. Warum denn Kuchen? Kuchen ist mein Bereich. Ach, hallo, Frau Vogel, sind Sie wieder gesund? Die Frau Schnösel hat erzählt, dass Sie krank sind und dass der Laden heute geschlossen ist. Aha, Lügen verbreitet meine liebe Schwester also auch über mich. Nein, das Café ist nicht geschlossen. Ich habe jede Menge frischen Kuchen da. Was wollt ihr denn schon wieder hier, Familie Vogel? Nils, dass ich dich hier finde, ist ja mal wieder sowas von klar. Ja, dich zu sehen, erfreut mich jetzt auch nicht unbedingt. Hallo Emma, also was ist denn los? Warum sind denn alle so sauer? Wie, was? Das fragst du noch, Isabel? Ich meine, irgendwie geht's hier um Kuchen. Ich weiß auch nicht genau, aber alle sind stinksauer. Claudia, ich sag's jetzt nur einmal, verschwinde aus meinem Laden. Nein, das so leicht lass ich mich hier nicht vertreiben. Ja, verschwinde vor meinem Laden. Oh, ich glaube, da ist ein Streit. Vielleicht sollte man lieber die Polizei rufen. Nicht, dass da noch irgendwas eskaliert, ne Prügelei oder so. Maren Schnösel, diesmal bist du wirklich zu weit gegangen. Also, hallo, guten Tag, was ist denn hier los? Also, es gab Beschwerden. Gibt's hier Streit? Oh, nee, jetzt ist auch noch die Polizei da. So weit wollte ich es eigentlich nicht kommen lassen. Ich meine, ich wollte es nur ausdiskutieren. Ach, Claudia, du hast doch die Polizei gerufen. Du versaust mir mein ganzes Geschäft. Also jetzt mach mal halblang. Also ich habe da überhaupt nichts mit zu tun. Ach, was sehe ich denn da? Was ist denn da drüben? Ein Stand mit Kuchen und Getränken. Dafür haben Sie aber keine Genehmigung. Frau Schnösel, ist das Ihr Stand? Das müssen Sie anmelden, so etwas. Das ist hier mein Fashion Store. Da werde ich ja wohl an meine Kunden Kuchen verteilen dürfen. Nein, 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 das tut mir leid. Sie haben keine Genehmigung. Sie müssen diesen Stand jetzt sofort abbauen. Das ist aber schade. Also wer gerne noch mehr Kuchen essen würde, kann gerne zu mir ins Café Fun kommen, direkt hier nebenan. Ach, klasse, da würde ich gerne noch ein Stück nehmen. Komm, wir gehen rüber. Ach, Claudia, du hast mir das alles kaputt gemacht. Das wird noch ein Nachspiel haben. Julian, bist du dir wirklich sicher? Das hast du dir gut überlegt. Ja, ja, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Ich sag ja nichts, wenn es deine Entscheidung ist. Ach so, ich muss das jetzt sagen. Wie, ich bin jetzt mit dabei. Ja, danke. Ja gut, ich werde es der Familie erklären. Ja, dir viel Spaß noch. Das ist ja mal wieder klasse. Julian ist noch im Camp und ich muss das jetzt hier schön erklären, was hier bei uns los ist eigentlich. Oh Mann, das ist ein echt dickes Ding. Leute, Familienbesprechung. Ich hätte da was mit euch zu besprechen. Einmal bitte ins Wohnzimmer. Hm? Martin, können wir das nicht machen? Ich meine, wenn Julian wieder da ist, er wäre doch gar nicht dann da und kriegt nichts mit. Das wäre nicht vollständig. Die Familie Vogel ist nicht vollständig. Also der Bus, der hätte schon vor einer halben Stunde hier sein müssen, wo Julian drin ist. Ja, Schatz, darum geht's auch. Deswegen einmal bitte ins Wohnzimmer. Ich erkläre alles. Oh Mann, das kann was werden. Okay, aber wenn er jetzt noch einen Tag länger bleiben will, ne, dann kriege ich zu viel. Der war schon lange genug weg. Und ist er jetzt schon da? Ich meine, als er weg war, da habe ich sein Skateboard benutzt und ich habe jetzt voll die krassen Tricks drauf. Na, wo ist denn unsere kleine Nervensäge? Naja, ich muss schon zugeben, ein ganz kleines bisschen habe ich Julian vermisst. Er nervt zwar, aber naja, irgendwie fehlt er auch. Ja, um Julian geht es auch. Am besten setzt ihr euch hin. Ich habe da einiges zu erklären, sogar vieles. Hm. So, also wie ihr wisst, waren wir mit Julian weg, in diesem Feuerwehrcamp. Und naja, ihm hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Sachen. Und man kann da auch zur Schule, naja, gibt es wirklich alles, was das Kind braucht. Und naja, wie soll ich es erklären? Also der Julian, der möchte auf jeden Fall noch ein bisschen da bleiben. Und ein bisschen meine ich ziemlich lange. Also er bleibt erstmal da, okay? Ihr könnt jetzt weitermachen. Hm? Papa, was heißt denn jetzt noch ein bisschen da bleiben? Ein Tag, zwei Tage, drei Stunden, fünf Tage?
Ach so, so genau weiß ich das gar nicht. Aber wann sind die nächsten großen Ferien? Also, Weihnachtsferien wollte er, glaube ich, vorbeischauen. Ja, ja, er geht so lange da zur Schule. Bitte was, Martin? Willst du mich hier gerade jetzt, ich meine, veräppeln? Julian kommt nicht nach Hause? Ja, das will ich damit sagen. Ich habe eben mit ihm telefoniert und er möchte einfach nicht zurückkommen. Er möchte da bleiben und auch Feuerwehrmann werden und er sieht sich da, er sieht da die beste Ausbildung. Und da gibt es auch eine Schule und ja, er kommt nicht nach Hause. Wie bitte? Was? Was? Der kommt nicht das wieder? Das kann doch gar nicht sein. Ja, ich kann doch nichts dafür. Ja gut, ich bin sein Vater, aber er wollte halt nicht zurückkommen und er hat mich schon gewarnt, aber ich dachte, vielleicht kriege ich ihn doch noch hierhin, aber er will nicht zurückkommen einfach. Das kommt aber überhaupt nicht in Frage. Martin, hättest du mir da nicht irgendwie Bescheid geben können? Ich bin seine Mutter und er ist noch viel zu klein dafür. Ja, ich konnte halt nichts machen. Aber weißt du was, am besten klärst du das mit ihm. Ruf ihn doch einfach an. Der will uns doch total an der Nase rumführen. Der kommt nicht mehr nach Hause. Haben wir dann keinen Bruder mehr? Ich meine, kommt da ein Ersatz oder so? Nein, das geht nicht. Mama, ruf ihn sofort an. Der soll zurückkommen. Der kann wirklich was hören von mir. Also ich meine, wo ist die Telefonnummer? Der muss jetzt sofort nach Hause kommen. Ich drehe hier noch durch. Also ich überlege ja wirklich, was wir ihm getan haben. Ich meine, haben wir irgendwas gemacht, was jetzt, also warum er jetzt nicht nach Hause kommen will? Ich meine, wir sind doch Geschwister. Ich weiß auch nicht. Ich meine, wir streiten uns ja ziemlich oft mit Julian. Aber er ist doch mein Bruder und ich bin seine Schwester und du bist auch seine Schwester. Das ist doch alles normal, oder? Er muss wiederkommen. Julian, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich meine, Julian Vogel, auf welche Ideen kommst du denn? Du packst jetzt sofort deine Sachen und kommst mit dem nächsten Bus nach Hause. Ich glaube, das wird nicht klappen. Oh Mann, ein totales Familienchaos diesmal. Also Ferienchaos wäre mir jetzt irgendwie lieber mit Julian. Wie, was? Was soll das heißen, du kommst nicht nach Hause? Hallo? Der hat einfach aufgelegt. Hallo? Das kann ich überhaupt nicht fassen. Ich meine, mein Sohn will nicht mehr nach Hause kommen. Erst gegen Weihnachten. Das sind Monate. Mama, jetzt wirklich? Er kommt nicht nach Hause? Ist das nur ein Scherz? Oh, ich glaube, langsam wird das wirklich ernst. Ich meine, guck dir mal Mama an. Die ist irgendwie total abwesend. Die hat einen ganz leeren Blick. Kein gutes Zeichen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, mein Sohn will nicht mehr nach Hause kommen und ich verstehe gar nicht, warum. Endlich ist es ein bisschen vorbei, aber Julian übertreibt mit dieser Aktion ziemlich und es bleibt alles an mir hängen. Das heißt dann jetzt wohl wirklich, unser Bruder kommt nicht mehr zurück? Nein, nie wieder. Was bin ich nur für eine schlechte Mutter? Ich meine, was habe ich denn verbrochen? Jetzt will Julian nicht mehr nach Hause kommen und das ist bestimmt meine Schuld. Claudia, Schatz, mach dir doch keine Vorwürfe. Du kennst doch den Julian. Der hat so seinen eigenen Kopf. Bestimmt ist er in ein paar Wochen schon wieder zu Hause, weil es ihm da nicht gefällt. Martin, ich meine, ich bin auch ganz schön sauer auf dich. Hättest du nicht direkt ihn mitnehmen können? Warum lässt du ihn einfach da? Ach, Claudia, Schatz, du kennst doch unseren Sohn. Der hat immer seinen eigenen Kopf. Der hat das ganze Haus da zusammengeschrien, weil er nicht zurückkommen wollte. Er hat gesagt, ja gut, überleg's dir. Und heute Morgen hat er mir halt gesagt, dass er wirklich nicht mehr zurückkommt. Ich verkrafte das nicht. Ich meine, Julian, mein Sohn, der kommt jetzt nicht mehr nach Hause, weil ich eine schlechte Mutter bin. Ja, bleib du am besten liegen und wein dich ein bisschen aus. Wir und Stefan, wir kümmern uns um die anderen Sachen. Hallöchen, Claudia. Na, alles gut bei dir? Ich bin hier, um Julians Zimmer auszuräumen. Was? Wie bitte? Jetzt schon? Naja, Martin meinte, wir sollten hier alles wegbringen, damit ihr nicht ständig an Julian denken müsst. Und ihr könnt das Zimmer ja auch noch anders nutzen. Ja, Schatz, also der Julian, der hat seine Freigabe da auch gegeben. Der meinte, ja, alle Sachen können da raus und wir werden sie verkaufen. Das ist schon irgendwie komisch, hier in Julians Zimmer zu sitzen und er ist nicht da. Und er will da bleiben, in diesem Internat von der Feuerwehr. Ich weiß nicht, Emma, sind wir vielleicht irgendwie schuld? War ich vielleicht zu Julian zu fies oder zu streng? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Ben liegt an mir, weil ich wollte immer mit den Prinzessinnen spielen und er wollte gar nicht und dann habe ich ihn gezwungen. Ach, Emma, mach dir keine Vorwürfe. Ich meine, wir kannten ja Julian. Also ich kann das überhaupt nicht glauben. Er lässt uns einfach hier zurück und will nichts mehr von uns wissen und führt jetzt sein eigenes Leben. Das ist doch furchtbar. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Das wäre so, als wenn es gestern gewesen wäre. Er hat immer mit diesem Tablet gespielt und jetzt hat er alles hier gelassen. Ich wünschte, Julian wäre jetzt da und würde mich aus dem Zimmer rausschicken, weil ich wieder versucht habe, bei Roblox ihm über die Schulter zu gucken. Aber das macht er natürlich nicht, weil er nicht da ist. Und weißt du was? Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber ich wünschte, er würde wieder WhatsApp-Streiche mit mir machen. Hauptsache, er wäre hier bei uns zu Hause. So, dann packen wir mal Julians Sachen in die Garage. Wie bitte? Nein, auf keinen Fall! Nichts anfassen, die Sachen gehören Julian! Aber Kinder, dann habt ihr doch mehr Platz. Vielleicht, Emma, hättest du da ein größeres Zimmer? Oder Hanna, du kannst dir hier deine Schminkecke dann einrichten. Hä? Das wäre doch was für euch. Nein, Papa, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das sind Julians Sachen. Also klar, ich wünschte mir schon, dass ich ein größeres Zimmer hätte, aber doch nicht unter diesen Umständen, Papa. Ach Kinder, lasst es einfach gut sein. Ich meine, Julian möchte nicht mehr nach Hause kommen, deshalb braucht er hier auch kein Zimmer mehr. Aber Mama, vielleicht kommt er ja noch gleich. Vielleicht ist es nur einer seiner Späße. Das glaube ich nicht. Ich meine, und selbst wenn, das wäre ein super fieser Streich.
Aber Martin, jetzt sag mal hier unter uns, also meint Julian das ernst oder ist das ein Prank? Stefan, ich weiß es auch nicht. Ich kenne diesen Jungen. Ich dachte, ich kenne diesen Jungen, aber ich kann einfach nicht in den Kopf schauen von dem. Also erstmal die Sachen weg. Also gut, dann ab damit in die Garage und dann können wir das am Wochenende verkaufen. Oh Mann, ihr habt das jetzt wirklich gemacht? Das sind doch alles Julians Sachen. Wie könnt ihr das nur tun? Oh Mann, schaut euch doch so mal an. Das ist sein Bett, sein Skateboard. Alles, was ihm gehört. Das könnt ihr nicht machen. Und damit ist es jetzt wohl offiziell. Ich bin die absolut schlechteste Mutter dieser Welt. Kinder, es geht einfach nicht anders. Julian möchte seine Sachen nicht mehr haben. Er hat sein eigenes Zimmer auf diesem Internat bei der Feuerwehr. Und wir verkaufen diese Sachen. Ich glaube, ich träume. Also ich träume wirklich, oder? Emma, sag mir doch, dass ich träume. Ich wünsche auch, dass das alles so ein Albtraum wäre. Aber das ist echt, das ist Realität. Ach ja, schau dir das nur an, Emma. Dieses große Zimmer, es steht jetzt komplett leer. Claudia, Schatz, ist alles in Ordnung? Wir haben jetzt alles in die Garage gepackt, soweit. Ja, es ist alles in Ordnung. Ich meine, wie soll's mir nur gehen? Ich versuche jetzt ein Auge zuzukriegen. Oh, ihr beiden seid ja noch wach. Ja, wir haben jetzt alle Sachen mit Onkel Stefan reingepackt und ihr könnt euch jetzt auch langsam hinlegen. Und dann könnt ihr euch ja vielleicht doch noch überlegen, was ihr mit diesem Zimmer machen möchtet. Ach, Papa, wir möchten doch gar nichts mit diesem Zimmer machen. Nein, wir wollen nur, dass unser nerviger Bruder Julian endlich nach Hause kommt. Ich meine, kannst du nicht nochmal mit ihm reden und so ein gutes Wort für uns einlegen? So schlimm sind wir doch gar nicht. Ich glaube, das bringt nicht viel. Aber Schatz, vielleicht könntet ihr ja mit ihm reden. Ich meine, in der Zeit, wo wir unterwegs waren, meinte er immer, Emma und Hannah, die melden sich nie bei mir. Ich glaube, die vermissen mich gar nicht. Die wollen mich gar nicht als Bruder. Meinst du? Also, wir haben ihn wirklich auch keinmal angerufen in der Zeit. Naja, er hat uns auch nicht angerufen. Naja, das war ja nur so eine Idee. Aber müsst ihr wissen. Emma, meinst du vielleicht, dass er das von uns hören möchte und dass er denkt, dass wir ihn wirklich nicht vermissen? Sollen wir ihn anrufen? Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Das sollen wir machen. Ja, ganz genau. Wir rufen ihn jetzt an und wir sagen ihm, dass wir ihn ganz doll vermissen. Hey Julian, hier ist Hannah. Ja, ich weiß, es ist schon ziemlich spät. Aber, ja, du bist am Schlafen. Wir wollten dir nur was ganz Wichtiges sagen. Hannah, sag ihm, dass ich ihn ganz doll vermisse, aber nicht so, dass ich jetzt so mega traurig wäre. Das wäre zu viel. Julian, wir wollten dir nur sagen, dass wir dich vermissen. Also, wir vermissen dich wirklich. Ja, total. Ja, und jetzt sei kein Frosch. Ich meine, gib dir einen Ruck und komm endlich wieder nach Hause. Und ich verspreche dir, ich werde dich nicht mehr mit Prinzessinnen-Spielen nerven, okay? Julian, hörst du? Nein, Julian hat aufgelegt. Er hat einfach aufgelegt, ohne irgendetwas zu sagen. Damit steht das jetzt wohl fest. Er wird kein Teil der Familie Vogel mehr sein. So, Pech gehabt. Wie? So einfach? Jetzt einfach so? Julian ohne Familie Vogel, Familie Vogel ohne Julian? Das gibt's doch nicht. Ich wünschte, es wäre ein guter Morgen, aber es ist einfach nur ein Morgen und das von gestern, das habe ich immer noch nicht verkraftet. Julian? Oh, Julian ist ja nicht da und sein Zimmer ist leer. Da brauche ich eine Weile, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Ich meine, er hat all die Jahre hier gelebt. Emma, stehst du dann auf? Du musst gleich zur Kita. Hannah, es ist schon fast soweit. Du musst dich langsam mal fertig machen zur Schule. Oh, habe ich das alles nur... Nein, ich habe nicht nur geträumt. Ich hatte irgendeinen anderen Traum. Ja, ich stehe schon gleich auf. Ich brauche jetzt erstmal einen richtig starken Kaffee. Und dann gucke ich meine... Was machst du denn hier? Hallöchen, Mama, guten Morgen. Ich bin schon seit einer Stunde da und ich wollte euch hier in der Küche überraschen. Hier bin ich. Überraschung. Julian, heißt das jetzt etwa, dass du jetzt wieder nach Hause gekommen bist? Also fest? Oh ja, so sieht es aus. Ich bin wieder zu Hause. Der Sohnemann ist natürlich wieder da. Oh, Julian, Kinder, schaut mal, wer da ist. Julian, bist du das? Julian, da bist du ja wieder. Mensch. Hallöchen, ja, hier bin ich wieder. Euer Anruf gestern, der war schon ziemlich gut. Ach, wir wussten es doch. Du konntest uns nicht widerstehen. Wir haben total auf die Tränendrüse gedrückt. Aber eins muss ich euch sagen. Das war alles nur ein Prank. Ich hab euch veräppelt. Papa wusste auch Bescheid. Das war alles geplant. Ich wollte einfach nur mal hören von euch, dass ihr mich vermisst. Ich wäre so oder so heute nach Hause gekommen. Und, hat's geklappt? Julian, bist du total verrückt geworden? Das war alles nur ein Spiel. Ich meine, mein Herz war gebrochen. Weißt du, wie viele Klebstoff da drauf musste? Wie bitte, Julian? Das war ein Prank? Also, du bist wirklich zu weit gegangen. Das war echt fies. Julian, das kann doch echt nicht dein Ernst sein. Ich meine, ich habe mir die schlimmsten Vorwürfe gemacht und ich dachte wirklich, ich bin eine schlechte Mutter deswegen. Ja, du kannst was erleben, Julian. Hey, kannst was erleben. Das sofort, Julian, das kann echt nicht sein. Das war doch nur ein Prank. Hallo. Oh Mann, also es ging ja voll nach hinten los. Ah, guten Morgen. Ach, dann hat sich das ja auch geklärt. Und kann ich jetzt vielleicht als Schauspieler arbeiten oder was sagt ihr? Natürlich wusste ich Bescheid. Mensch, Martin, du kannst auch was erleben. Ich meine, wie kannst du mir nur so einen Schrecken einjagen? Ich bin fast verzweifelt.
Julian, ich sag dir eins. Die nächsten Tage wirst du dir wünschen, nie wieder nach Hause gekommen zu sein. Das wird richtig schlimm für dich. Mann, oh Mann, wie kannst du uns nur sowas antun? Julian, hörst du mich? Du gehst jetzt sofort in die Garage und holst deine Sachen da raus. Und dann baust du die alleine wieder auf. Verstanden? Oh ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh Mann, also damit... Ja, okay, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Ich räume ja auf, ist ja gut. Dass ich das hier noch miterlebe. Ich meine, Julian, sofort dein Zimmer aufbauen. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Was hat er sich dabei nur gedacht? Und dann hast du eine ganze Woche Hausarrest. Du wirst nämlich dann verdonnert, mit mir die ganze Zeit Prinzessin zu spielen. Kein Tablet, kein gar nichts. Nicht mit Steve verabreden oder sonst was. Okay, ich hab's verstanden. Das war wohl anscheinend nicht so gut, aber ihr habt mich vermisst. Ja, Julian, all diese Sachen, diese ganze Aktion, nur damit deine Geschwister dir sagen, dass sie dich vermisst haben. Klasse Plan, sage ich dir. Los, wir bauen dein Zimmer wieder auf. Oh Mann, klasse. Also ich muss schon sagen, ich habe mein Zimmer echt vermisst. Also dieser Geruch, ja gut, ist ein Pupsgeruch, aber ist mein Geruch. Und damit wäre die Sache doch gegessen, oder? Nein, Julian, das ist sie ganz und gar nicht. Julian, damit das doch mal klar ist, sowas macht man nicht. Du hast mit unseren Gefühlen gespielt und uns echt Angst eingejagt. Genau. Julian, das war nicht gespielt. Ich meine, ich habe dich wirklich vermisst und ich hatte Angst, du kommst nie wieder. Ja, okay, ihr habt ja recht. Es tut mir leid, es tut mir leid. Das war ein blöder Spaß, aber ich bin wieder da. Ach, Julian, mein Schatz, da hast du wirklich recht. Und jetzt möchte die Mama dich erstmal schön kräftig umarmen und dich von oben bis unten abknutschen. Nein, 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 hey, nein. Tja, das hast du jetzt davon. Von uns gibt's jetzt auch Knutschen. Oh, nein, 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 oh Gott. Naja, also ich muss ja sagen, ich habe euch auch vermisst. Ich bin wieder froh, zu Hause zu sein. Guten Morgen, Julian. Du müsstest langsam mal aufstehen. Heute ist dein erster Tag in der Schule, nach den Ferien. Schon jetzt so früh? Na gut, ich stehe auf. Ich meine, schließlich werden mich wahrscheinlich alle vermisst haben. So eine Riesenparty wird wahrscheinlich in der Schule steigen. Ja, ja. Und ich glaube, weil heute wieder mein erster Schultag ist, fahre ich mit dem Skateboard zur Schule. Julian, das Skateboard, das bleibt hier. Hier im Hause Vogel haben sich die Regeln nicht geändert. Skateboard nicht zur Schule. Ach, morgen, Julian, na, gehst du auch mal wieder zur Schule? Du hast bestimmt schon total viel verpasst, aber naja, dich wird wohl keiner vermisst haben. Was denn, auf gar keinen Fall. Ich meine, natürlich, der hat wahrscheinlich direkt einen Lehrer versus Schüler organisiert. Naja, das glaube ich nicht. Die werden dich alle schon vergessen haben. Bis später, viel Spaß in der Schule. Hanna, sag sowas nicht, das ist doch echt fies. Oh, kaum ist Julian wieder da, gibt's wieder Streit zwischen den Kindern. Alles gut, Kinder, beruhigt euch. Da wollen wir mal schauen. Wo steigt denn die Party? Also, ich sehe bisher nur Mr. Handsome, keinen meiner Freunde. Ach ja, natürlich, die sind oben im Klassenraum und warten auf mich. Okay, ich muss jetzt einen auf überrascht tun. Wie mache ich das am besten? Oh, nein, ich bleib Julian. Oh, was für eine Überraschung. Hallo? Hier ist ja gar keiner. Hat sich jemand unter dem Tisch versteckt? Hallo? Vielleicht bin ich aber einfach nur zu früh da. Ich warte jetzt einfach hier. Also irgendwie ist das schon ein bisschen komisch. Vielleicht haben wir einen neuen Klassenraum in diesem Schuljahr. Ja, ich frage mal Herrn Chillig oder so. Hallo? Klopf, klopf, Herr Chillig, ich hätte mal deine Frage. Na, einen Moment bitte, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Hallo, Herr Chillig, ich bin's, Julian Vogel, Überraschung. Ach so, ja, Julian, ja, freut mich. Wie kann ich dir denn helfen? Wo sind denn all meine Mitschüler, meine ganze Klasse? Ich habe niemanden gefunden im Klassenraum. Julian, in welche Klasse gehst du denn? Ich meine, ich kann doch nicht, du erwartest jetzt doch nicht von mir, dass ich weiß, in welcher Klasse jeder Schüler, jede Schülerin ist. Na, also ich bin doch in der zweiten Klasse. Ach so, die zweite, die haben heute auch tatsächlich erst zur zweiten Stunde. Du kannst ja im Klassenraum warten. Oh Mann, hätte ich das bloß gewusst. Oh Mann. Nun gut, vielleicht werden sie jetzt gleich auch mal endlich kommen. Hallo, guten Morgen. Oh, hey Ines, guck mal, wer wieder da ist. Ich, Julian Vogel. Ja, ganz toll. Hi, Julian Vogel. Übrigens, du sitzt auf meinem Platz, also hier vorne sitze ich jetzt neben mir. Oh, klasse, also dann kann ich ja jetzt ab sofort neben Steve sitzen, oder? Oh Mann, das war sowas von lustig gestern. Ja, stimmt, auf dem Spielplatz, da auf dem großen Klettergerüst. Hallöchen, tada. Hey, Mia, Sarah, ich bin's, Julian, euer bester Freund. Hi. Naja, wir müssen auf jeden Fall mal wieder zu diesem Klettergerüst gehen. Oh ja, da bin ich dabei. Vielleicht können wir uns ja morgen Nachmittag wieder verabreden. Hallo, also in welches Klettergerüst geht es denn jetzt? Also, kann ich vielleicht auch mal mit? Julian, nein, das ist nichts für dich. Du stehst mir übrigens im Weg. Darf ich mal vorbei? Ja gut, ist ja gut. Was ist denn mit denen los? Die freuen sich ja gar nicht, mich zu sehen. Naja gut, sind ja auch die Mädels. Also wenn der Steve da ist, der wird sich aber ziemlich freuen, denke ich mal. Hey, super cool, dass du mich heute schon morgens abgeholt hast mit dem Skateboard. Coole Aktion, sag ich dir. Klar, gerne, Steve. Ich meine, du bist mein allerbester Freund hier in der Klasse. Yeah! Sönke und Steve. Best Friends. Hä, mit wem kommt denn der Steve rein? Der ist doch nicht bei uns in der Klasse. Und warum ist er mit ihm so befreundet? Also, so gut. Ach hey, da seid ihr ja. Guten Morgen. Das war sowas von cool gestern. Wir hatten so viel Spaß mit euch. Ja, das müssen wir auf jeden Fall alle mal wieder machen. Klar, gerne. Ihr könnt auch gerne mal alle zu uns nach Hause kommen. Also ich krieg hier langsam zu viel. Wer ist das denn? Warum finden den alle so toll? Hallo, der Star ist hier, Julian. Guten Morgen, Kinder. Bitte alle auf die Plätze. Wir fangen jetzt mit dem Unterricht an. Hallo, Steve. Ich bin da. Dein bester Freund. Was ist denn los?
Ach so, ja, Julian, hey, grüß dich. Also, hier kannst du nicht sitzen. Das ist Lönkes Platz. Wir haben eine neue Sitzordnung. Du sitzt woanders. Ja, hey, ich bin der Neue und das ist mein Platz. Was? Dein Platz? Nein, mein Platz. Du bist mein bester Freund und nicht deiner. Ach Mensch, Julian, du musst doch jetzt nicht so fies sein dem neuen Schüler gegenüber. Ich meine, du warst die letzten Tage nicht da. Du musst dich jetzt leider woanders hinsetzen. Guck doch mal hier, Julian. Hier neben Sarah ist da ist doch noch ein Platz. Und falls du wirklich noch mehr Platz haben solltest, dann hier die letzte Reihe. Die ist für dich reserviert. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich hier meinen Platz räumen. Und dann denkt er, er kann hier einfach mit seinem coolen Skateboard rankommen. Also bitte, das tritt ich jetzt erstmal weg. Was das überhaupt soll? Ich meine, der darf jetzt einfach hier mit dem Skateboard in den Klassenraum kommen. Ist ja so cool. Ach Julian, das muss doch jetzt nun wirklich nicht sein. Warum trittst du denn jetzt hier gegen das Skateboard? Kannst du dich ein bisschen besser benehmen? Ja, ist ja gut. Sarah, kannst du Platz machen, bitte? Julian, tut mir leid, aber der Platz neben mir ist schon belegt. Da sitzt meine Tasche. Die sind heute alle so fies zu mir. Was ist das nur für ein erster Schultag? Einfach nur Horror pur. Also ich hatte ja gesagt, wir fangen jetzt mit dem Unterricht an. Aber zuallererst wollen wir doch einen Klassensprecher wählen für das neue Schuljahr. Also ihr könnt Namen vorschlagen, die schreibe ich dann an die Tafel und dann kommt eine Abstimmung. Oh, meint ihr das ernst? Ich war doch letztes Jahr Klassensprecher. Also ich kann das doch nochmal machen. Ich bin der geborene Mann dafür. Frau Chillig, ich habe da einen Vorschlag. Vielleicht könnte das ja der Neue, der Sönke, machen. Ja klar, warum denn nicht? Ich habe seinen Namen bereits angeschrieben. Ich würde gerne Sarah vorschlagen als Klassensprecherin. Wie, und wo ist mein Name? Also warum schlagen die sich alle gegenseitig vor? Und was ist mit mir, dem Julian? Also wenn so ist, dann schlage ich mich selber vor. Hallo, Frau Chillig, hier ich. Also wir haben jetzt zwei Kandidaten. Ich denke, das sollte reichen. Sonst noch was? Hallo, Frau Chillig, hier hinten. Könnt ihr mich nicht sehen? Ich, der Junge mit den roten Haaren. Ach ja, gut, Julian, dann eben du auch. Dann kannst ja jetzt mit der Abstimmung losgehen. Also jeder von euch Schülern kann einen Namen auf seinen Zettel schreiben. Ist ja klar, welchen Namen ich hier aufschreibe. Julian. Na gut, dann sammle ich jetzt mal alle Zettel ein. Das hier ist jetzt der letzte. Na gut, dann fange ich mal mit der Auswertung an. Als erstes Julian, eine Stimme. Endlich seid ihr jetzt mal vernünftig und es haben mich ein paar Leute gewählt. Als nächstes lese ich hier Sarah. Bisher steht es also 1:1. Eine Stimme Julian, eine Sarah. Dann lese ich hier nochmal Sarah, die zweite Stimme also. Immerhin Sarah, ich meine Hauptsache nicht dieser Sönke. So, und die letzten drei Zettel dann Sönke, Sönke und Sönke. Na gut, damit ist das Ergebnis eindeutig. Sönke führt mit 3 Stimmen. Dann herzlichen Glückwunsch, Sönke, du bist unser neuer Klassensprecher. Jawohl, danke Leute, super, ich bin euer neuer Klassensprecher. Oh, das ist unglaublich, ich bin nicht der Klassensprecher, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, ich hätte... Klassensprecher, hallo? Guten Morgen, Julian. Heute ist doch dein erster Tag in der Schule. Aufwachen, hallo. Was? Ich war noch gar nicht in der Schule und wir haben keinen neuen Mitschüler. Julian, soll das etwa jetzt schon wieder ein Prank sein? Ich meine, du bist doch gestern erst wiedergekommen. Und beeil dich bitte. Unten warten schon ein paar Gäste auf dich. Oh, das war nur ein Traum. Und wie? Unten war... Wer wartet denn unten auf mich? Hey, Julian, du bist wieder da. Endlich. Wo warst du denn so lange? Oh, Julian, ich sag dir, du hast echt in der Schule gefehlt. Das war so langweilig. Hey, danke, dass ihr gekommen seid. Wir sind echt froh, dass du wieder da bist, Julian. Endlich passiert wieder was. Oh ja. Das ist nett, danke. Und haben wir eigentlich einen neuen Mitschüler oder so? Wollte ich mal nur so fragen. Nein, Julian, also es hat sich in der Schule eigentlich nicht geändert, außer dass wir in der zweiten Klasse sind. Ja, Steve hat recht, also viele Neuerungen gibt's wirklich nicht. Vielleicht fällt dir irgendwas auf, aber wir haben uns schon an alles gewöhnt. Oh, super, auf geht's in die zweite Klasse, ein neues Schuljahr und meine Freunde und ich, wir freuen uns schon richtig. Jetzt geht's los. Emma, bist du wach? Stehst du auf? Du musst in die Kita. Hallo. Oh, was? Wie? Schon wieder? Ja, schon wieder. Emma, du musst jeden Tag in die Kita. Es sei denn, es ist Wochenende. Dann nicht. Dann bleibst du zu Hause oder unternimmst irgendwas. Oh Mann, ey, ich hätte nie gedacht, bevor ich in die Kita gekommen bin, dass ich da so oft hin muss. Ich dachte, ich hätte mehr Freizeit. Ach, hör doch auf. Komm du erst mal in die Schule, dann wirst du schon sehen. Oh, Julian, könntest du bitte dich nicht in das Gespräch jetzt, was ich mit Emma führe, einmischen? Und ich meine, was hast du denn da in den Händen? Hä? Mama, das siehst du noch, mein Tablet. Ich meine, ich habe noch ein bisschen Zeit bis zur Schule und deswegen wollte ich Roblox spielen. Julian, das kommt überhaupt nicht in Frage. Vor der Schule mit dem Tablet spielen, das ist hier nicht erlaubt. Oh ja, ist ja gut. Ich habe ein bisschen die Regeln vergessen. Ich war ja länger nicht da, aber nun gut, ich leg's ja zur Seite. Also beim nächsten Mal sollte ich es, glaube ich, vielleicht mit auf Klo nehmen. Ja, da kann mich ja Mama nicht beobachten. Hoffentlich. Und Emma, du stehst jetzt bitte auf. Es ist nämlich kein Wochenende. Du musst raus aus den Federn und ab in die Kita. Du Mama, bevor ich in die Schule gehe, wollte ich dich noch was fragen. Also hast du kurz Zeit? Ja, klar, Hanna. Was hast du denn auf dem Herzen? Mama, ich kenne diesen Blick. Also du solltest ihr auf jeden Fall nicht mehr Taschengeld geben. Also nicht mehr. Auf gar keinen Fall. Kommt nicht in Frage. Sie hat genügend. Oh Mann, klasse. Julian, mach mir das doch nicht kaputt. Also Mama, es geht schon irgendwie um Geld. Also in gewisser Weise. In meiner Klasse haben wir alle diese LOL-Figuren und ich hätte auch gerne welche. LOL-Figuren? Aber davon habe ich noch nie was gehört. Was soll denn sowas kosten?
Also, so ganz genau weiß ich das nicht, Mama, aber was soll sowas wohl kosten? Vielleicht 15 bis 20 Euro pro Figur? Aber ich brauche auf jeden Fall mehrere. Bitte was? 20 Euro pro Figur und dann auch noch mehrere? Hanna, das musst du dir zu Weihnachten wünschen. Das gibt's nicht einfach so zwischendurch. Eine okay, aber gleich mehrere? Ach, Mama, warten bis Weihnachten? Ich meine, jetzt spielen doch alle damit. Und vielleicht bis Weihnachten will das doch schon gar keiner mehr. Oh, bitte, Mama, mindestens 2 LOL-Figuren. Haha, Hanna, kein LOL für dich, lol. Oh Mann, klasse Wortwitz, LOL, lol und so. Jetzt hast du es dir gezeigt. Ja, ich lernte was von mir. Hey, ihr beiden, macht euch nicht über Hanna lustig. Und was hatte ich dir gesagt, Julian? Den Frühstückstisch decken. Och Mann, Julian, Mann, danke, dass du mir das verdorben hast. Ich hatte eine richtige Strategie mit Mama und du hast alles kaputt gemacht. Jetzt bekomme ich keine. Naja, also dann solltest du dir ein anderes Hobby suchen, was nicht so teuer ist wie LOL. Zum Beispiel Roblox, ja, das kostet nicht. Außer du willst Robux kaufen. Das vielleicht, aber das passiert selten. Also ich meine, du kannst auch mit mir spielen, wir wollen mit meinem Prinzessin-Schloss. Das kostet dich auch nichts, oder? Ist doch viel besser. Nein, ich möchte nicht mit euren Sachen spielen. Ich will meine eigenen Sachen haben. Emma, vielleicht solltest du besser mit mir jetzt in die Kita kommen. Ich meine, bevor du dir jetzt hier noch einen Streit anzettelst mit deinen Geschwistern. Ha, ha, also ich muss erst wohl zur zweiten Stunde. Lol, sage ich dazu. Boah, hört auf, euch über mich lustig zu machen. Kommt ihr erstmal in die Kita. Hä, wir waren doch schon Was in der Kita. Was redet ihr denn schon wieder von wirres Zeug? Wir waren schon in der Kita, genau. Also, wir sind jetzt vollzählig, also nicht ganz vollzählig. Emma fehlt. Ist die heute krank? Tja, ich sag euch was, das wäre aber richtig schlimm. Also das ist erst mein erster Tag wieder in der Kita nach langem. Und dann kommt sie nicht, dann bekommt sie Ärger von mir. Also soweit ich weiß, hat Emma sich nicht krank gemeldet. Nur Maurice hat sich entschuldigt. Sie sollte bestimmt kommen. Ich bin sowas von nicht krank, hier bin ich doch. Hallo. Ach Emma, ja, du wirst schon sehnsüchtig erwartet von deinen Freunden. Ja, ja, ich sehe schon. Und mein Platz im Bällebad ist natürlich auch reserviert. Hallo, Malik. Ja, da bist du ja endlich. Hallo. Wir haben uns, glaube ich, 2 Wochen nicht mehr gesehen oder so. Keine Ahnung, es war ewig. Ach, herrje, wie süß die beiden doch zusammen sind. Mann, oh Mann. Oh, Malik, du musst mir alles erzählen, was du so erlebt hast. Ich meine, hier zu Hause ist nicht so viel gewesen. Na ja, gut, ich war kurz im Krankenhaus, aber nicht der Rede wert. Was war alles bei dir los? Emma, ich gehe dann ins Café zur Arbeit. Bis später dann, hörst du? Frau Vogel, ich glaube nicht, dass sie jetzt noch irgendwas mitkriegt. Sie ist viel zu aufgeregt. Bis dann. Also ich war ja auch in diesem Feuerwehrcamp und da durften wir Feuer legen und das auch wieder löschen. Das war richtig cool, sag ich dir. Wahnsinn. War wie ein Chef. Das musst du mir unbedingt mal genauer erzählen, wie das funktioniert hat. Ich meine, das klingt ja total aufregend. Malik, eine Sache. Also ich meine, du hast ja von Feuerlegen gesprochen. Das passiert aber nicht hier in der Kita, hast du gehört? Das wird nur bei dem Feuerwehrcamp gemacht, nicht hier. Ja, ich weiß, also in diesem Feuerwehrcamp haben die auch gesagt, nicht mit Feuer spielen, weil das ist ganz gefährlich. Keine Sorge. Ich meine, Brigitte, wenn Malik jetzt wirklich ein Feuer legen will, davon werden wir ihn abhalten. Der macht unsere ganze Kita kaputt. Na gut, da bin ich ja beruhigt. Wer hat Lust auf eine kleine Milchpause? Ja, yeah, ja. Ich! Ich hoffe, sie meinte damit auch Kakao, weil auf Milch habe ich gar keine Lust. Ach, herrje, da freut sich jemand überhaupt nicht. Und es war klar, Emma mag keine Milch. Wie soll ich ihr das nur verklickern? Willst du mich total veräppeln, wie? Es gibt jetzt nur noch Milch in der Kita. Was ist mit meinem Kakao? Ich durfte hier immer Kakao trinken, genauso wie zu Hause. Emma, da will ich mich mal setzen. Ist eine vielleicht kompliziertere Geschichte. Also, es gibt jetzt nur noch Milch. Der Kakao war der Kita zu teuer, also der Stadt. Und deshalb gibt's jetzt nur noch Milch. Aha, also die Stadt hat kein Geld mehr. Vielleicht könnten meine Eltern der Stadt ja Geld leihen. Also, die sind wie eine Bank. Isabel, das ist wirklich nett von dir, aber ich denke nicht, dass die Stadt sich von deinen Eltern Geld leihen will. Trotzdem danke. Ganz ehrlich, Brigitte, ich meine, wenn es hier nur Milch gibt, dann gehe ich in eine andere Kita. Dann lasse ich mich nach Playmobil Country fahren. Wirklich, ohne Kakao, ohne Milch. Emma, ich meine, dass es so schlimm ist, das wusste ich nicht. Darüber lässt sich doch reden. Ich meine, das ist doch nur vorübergehend. Und ich meine, du kannst doch auch zu Hause Kakao trinken. Ich meine das ernst, Brigitte, wirklich. Du hast dann ein Kind hier in der Kita weniger. Ich kann nicht ohne Kakao. Ach, Emma, das tut mir wirklich leid, aber ich kann daran nichts ändern, wirklich. Also die Kita hat nicht genügend Geld dafür, die das jedes Mal zu finanzieren. Du bist die Einzige, die hier Kakao trinkt. Wie, was? Dann muss die Kita eben zu Geld kommen. Das kann doch wirklich nicht sein. Wie? Oh Mann, das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Oh Mann, Emma, tut mir total leid. Wenn es mein Lieblingsgetränk oder Lieblingsessen hier nicht mehr geben würde, wäre ich auch sauer. Das geht mir auch so. Ich meine, meine Eltern packen mir auch meine Lieblingssachen ein. Für den Notfall, dass es hier nichts gibt. Ich habe es zum Glück noch einfacher. Wenn mir irgendetwas fehlt, dann kann ich zu Hause anrufen und dann bringt der Chauffeur mir das. Kinder, dann trinkt mal alle schön eure Milch. Ich werde mal in die Turnhalle gehen, da aufräumen und dann gehe ich in den Garten und Unkraut zupfen. Ich muss hier unbedingt weg. Ich will diese Diskussion mit Emma nicht. Also Emma, das tut mir leid. Also ich dachte, wir feiern das, dass ich jetzt wieder da bin. Aber ich meine, für dich ist kein so schöner Tag, wenn wir keinen Kakao mehr haben. Das tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Oh, Malik, ich weiß auch nicht. Wobei, mir kommt da eine Idee. Und damit könnte die Kita wirklich zu Geld kommen. Eine Frage, Isabel. Du besitzt bestimmt alle Spielzeuge dieser Welt, richtig?
Naja, alle Spielzeuge der Welt glaube ich nicht, aber ich habe immer angesagte neue Spielzeuge. Meine Mutter kriegt immer die neuesten Sachen zugeschickt und die bekomme ich dann natürlich. Aha, wusste ich doch. Dann hast du bestimmt auch diese LOL, diese LOL, diese LOL-Figuren. Ja, weil in Hannas Klasse drehen die total durch wegen diesen Figuren. Ach, aber natürlich habe ich die. Also ich habe ganz bestimmt die größte Sammlung in ganz Playmobil City. Na dann, worauf wartest du noch? Ruf sofort deinen komischen Chauffeur an, der soll ein paar von den Sachen hierher bringen und dann werden wir richtig Geld machen. Oh, dass diese Figuren so groß sind, hätte ich ja nicht gedacht. Die machen mir irgendwie Angst. Emma, das ist so eine coole Überraschung. Danke, dass du mich angerufen hast. Wir hatten zum Glück gerade eine Freistunde. Tja, ich hatte zwar deinen Stundenplan nicht im Kopf, aber irgendwie habe ich sowas geahnt. Cool, dass du da bist und auch deine ganze Klasse. Da wird die Kasse klingeln. Hoffentlich habt ihr alle schön Eintritt bezahlt. Kinder, schaut doch mal. Ja, also dieser Cowboy-Junge hier. Also so ein wilder Typ war ich früher auch. Also ich frage mich wirklich, wie die ihre Haare so hinkriegt. Ich meine, Gold ist ja schön und gut, aber die Haarfarbe ist ja noch viel cooler mit Glitzer. Ich muss da irgendwas nachmachen. Hanna, wenn wir später mal in die Disco gehen, das wird der absolute Wahnsinn. Dann hole ich mir so ein Outfit, genau das. Papier, da wirst du total auffallen. Und guck mal, so viel Glitzer, das bekommst du nie wieder aus deinen Haaren raus. Was ist denn hier los? Ich war nur kurz im Garten und dann... Oh Gott. Oh, oh, Brigitte ist im Anmarsch, Malik. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Wir müssen das irgendwie erklären. Und ich meine, nicht, dass sie sauer auf uns ist. Hey, ihr beiden, ihr habt doch bestimmt was damit zu tun, oder? Wo kommen denn diese ganzen riesigen Puppen her? Brigitte, ich meine, das ist eine Überraschung, weil du warst kurz weg und dann haben wir gedacht, die Kita braucht dringend Geld. Und dann haben wir hier schnell ein Museum draus gemacht und die Leute, die finden das richtig klasse. Bitte, was? Ein Museum? Ich meine, mit diesen Puppen hier? Ich habe die noch nie gesehen. Was ist das denn? Also, das sind so LOL-Figuren und die Älteren finden das richtig klasse. Und dann können wir endlich unseren Kakao kaufen und dann kann er mal bleiben. Also, Brigitte, ich muss schon sagen, Hochachtung dafür, dass Sie das so schnell auf die Beine stellen konnten. Also, ich find's ja ganz toll. Meine Schülerin, die Hanna, die hat mir Bescheid gegeben. Wir haben ja eine Freistunde bei uns und ich fand, das war eine gute Idee. Ja, vielen Dank. Ich meine, ich wusste von der ganzen Sache wirklich nichts. Ich bin genauso überrascht wie Sie. Ach so, wirklich. Also, ich wollte schon sagen, die Puppen, die sehen ja etwas anders aus. Aber nun gut, ich bin auch ein bisschen älter und ich glaube, da möchte jemand noch was sagen. Ach, ich konnte es ja gar nicht glauben, als ich davon gehört habe. Brigitte, was habt ihr denn hier gemacht? Nun ja, Frau Bürgermeisterin, ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Das waren meine Kinder hier in der Kita Sonnenschein. Und die haben anscheinend ein kleines Museum eröffnet hier bei uns. Ein Museum eröffnet? Einfach so? Das ist faszinierend. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Gute Frage. Ich glaube, sie wollten die Kita finanziell unterstützen. Ich glaube, es ging eigentlich um den Kakao, den die Stadt sich jetzt nicht mehr leisten kann. Ganz genau, wir mussten hier irgendwie Geld reinkriegen und dann haben wir was geholt, was die Kinder total begeistert, zumindest die Älteren. Und deswegen wollen wir davon dann von dem Geld Kakao holen. Ich krieg sonst hier keinen Kakao in der Kita und dann bin ich weg. Ach, also so viel Vorstellungskraft und Kreativität, das muss wirklich belohnt werden. Ich wusste nicht, dass der Kakao so wichtig ist. Natürlich bekommt ihr weiter euren Kakao. Oh, ja, wir haben es geschafft. Gehört Kakao. Juhu. Gut, dann bleibe ich halt doch. Also Kinder, wir sind ja jetzt in der 2. Klasse angekommen und das wird super spannend. Euch erwarten richtig neue Fächer. Das wird klasse. Oh ja, super spannend, super spannend. Aber wir möchten jetzt langsam nach Hause. Es ist Wochenende und ich hab was vor. Ich hab frei Bude. Ja, Julian, ist ja gut. Es wird bestimmt gleich klingeln. Und da ist auch schon der Gong. Ein schönes Wochenende allen. Ja, danke schön. Das wünsche ich auch. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich muss weg. Julian, einen Moment noch. Hättest du noch einen Moment, dann könnten wir noch mal kurz unter vier Augen reden. Oh, was ist denn? Frau Chillig, ich möchte zwar nichts sagen, aber eigentlich beendet doch eigentlich das Klingeln die Stunde, oder doch Sie? Also meine Schwester hat mir da von einem Spruch von Lehrern erklärt. Aber ich muss jetzt wirklich weg, ich muss los, ich muss nach Hause, ganz dringend. Also Julian, heute im Unterricht warst du wirklich sehr nervös, scheint mir. Also du bist von einem Stuhl zum anderen quasi gerutscht. Und hast du überhaupt noch Lust auf den Unterricht? Ich meine, was ist denn los? Oh, Leute, guckt euch das mal an. Also, Julian, der bekommt gerade Ärger von Frau Zillig. Und ich glaube, die Einladung zu sich nach Hause, ich glaube, das klappt doch nicht. Also, am liebsten wäre es mir ja, wenn ich nochmal mit deinen Eltern sprechen könnte. Was? Wären die denn zu Hause? Nein, nicht heute, bitte nicht heute. Also, Frau Zillig, es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne zur Schule komme. Das mache ich gerne, aber heute habe ich, also, meine Eltern sind nicht zu Hause und da, das kann ich doch nicht sagen. Frau Schillig, ich kann Ihnen das ruhig sagen, weil ich meine, Julian hat nur Angst, dass er sich in die Hose macht. Das ist ihm gestern schon passiert. Das haben die nicht mitgekriegt. Deswegen wollte er schnell auf die Toilette gehen. Ach so, Julian, dann sag das doch. Ich meine, du kannst doch ruhig im Unterricht Bescheid geben, aber jetzt schnell auf die Toilette mit dir. Ach so, ja, natürlich. Mia hat da recht. Ja, ich muss ganz dringend auf Klo. Okay, schönes Wochenende. Mia, was sollte das jetzt? Denkt Frau Schillig, ich mach mir in die Hose, aber das stimmt doch gar nicht. Oh. Julian, bist du jetzt frei oder nicht? Ich meine, habe ich dir geholfen oder habe ich dir nicht geholfen? Ja, okay, stimmt ja. So, ihr wisst ganz genau, ich erwarte euch heute in einer Stunde bei mir zu Hause. Ich habe was ganz Tolles mit euch vor. Ja, oh, super. Das wird richtig toll.
Oh ja, macht euch auf was gefasst. Also es wird richtig toll. Ihr könnt in eure normalen Klamotten kommen. Ihr müsst nichts mitbringen. Die Fahrräder habe ich schon besorgt. Hm? Fahrräder, Julian? Das gibt's doch gar nicht. Was hast du denn vor? Ein Parcours? Na, es wird fast so cool. Also es wird schon ziemlich cool, aber ein bisschen was anderes. Aber so richtig cool. So, wir sehen uns später. So, ich hoffe mal, dass jetzt wirklich keiner zu Hause ist. Hallo, Julian ist da. Ich hoffe mal, niemand ist zu Hause. Hallo, Mama, Papa? Oh, super, keiner im Wohnzimmer. Also Papa ist sowieso bei der Arbeit. Hanna kommt ja gleich auch, die weiß Bescheid mit ihren Freunden. Und Emma und Mama, die sind unterwegs, oder? Emma, Mama, seid ihr zu Hause? Hallo, da oben, hallo. Oh, super, keiner ist da. Oh, das wird ein klasse Freitag, sage ich euch. Oh, ein super, super, super Tag. Und der Onkel Stefan hat auch schon alles vorbereitet. Wir haben hier Fahrräder, wir haben einen Schleimpool und dann haben wir diese Bank, also wo man rüberfahren muss. Oh, klasse wird das. Das wird eine super Challenge. Aber weswegen hat er denn so ein Erwachsenenfahrrad hier hingepackt? Also, ach ja, stimmt. Ich habe gesagt, wir wollen das mit Mama und Papa eigentlich machen. So ist es aber nicht. Boah, und wo hat er so viel Schleim her? Der ganze Pool ist voll. Und diese Bank, die kenne ich doch. Oh, hat er die etwa aus unserer Sporthalle? Ist ja auch egal. Ich werde jetzt auf jeden Fall, bevor die anderen da sind, ein bisschen üben, weil dann werde ich der Beste und falle nicht in den Pool. Boah, das ist doch gar nicht so einfach. Hey, Julian, du hast doch gesagt, du wartest. Die Challenge beginnt noch nicht. Ja, ja, ist ja gut. Ich warte und... Oh, nein. Was macht denn meine Cousine Tessa Schnösel hier? Oh, ich habe extra gesagt, Tessa nicht einladen, weil ich werde Nils nicht einladen, oh, weil die immer so angeben müssen. Eine Challenge mit Fahrrädern, das ist ja echt lächerlich. Wenn ihr wüsstet, dass ich von dem Champion der Tour de France damals Fahrradunterricht bekommen hat. Ich meine, hab keiner kann Fahrradfahren besser als ich. Oh, ja, natürlich. Hanna, können wir mal kurz unter vier Augen reden, bitte? Oh, Pia, guck mal, Mann, so das viel ist ja echt richtig krass. Also, so viel Schleim habe ich noch nie gesehen, das ist ja echt krank. Ich auch nicht. Ja, Julian, was ist? Ich dachte, ich darf ein paar Freunde einladen, hast du doch gesagt. Ja, Freunde, was hat Tessa hier zu tun? Also, okay, sie gehört zur Familie, aber was will sie hier? Oh ja, Julian, das tut mir leid. Also, Tessa hat uns belauscht und dann hat sie mir gedroht, dass sie Mama und Papa Bescheid gibt. Okay, ist ja nicht so schlimm. Also, solange Nils Schnösel nicht kommt, habe ich damit kein Problem, oder? Och, nö. Lächerlich, eine Fahrrad-Challenge. Tessa, hast du schon erzählt, dass wir vom Champion der Tour de France Fahrradstunden bekommen haben? Oh ja, hat sie erzählt. Ja, Nils, herzlich willkommen. Hey Leute, endlich seid ihr da. Wir können dann gleich mit der Challenge starten. Julian, also, ist das ein ganzer Pool voller Schleim? Oh ja, so sieht's aus. So, jetzt kommt mal hier zur Terrasse, also zur Poolterrasse. Dabei habe ich jetzt einiges zu erklären. Ich bin die Turnierleitung heute. Okay, Leute, herzlich willkommen hier bei der Challenge von Julian Vogel. Die Challenge heißt, fall nicht in den Schleimpool. Also, überquere den Pool mit dem Fahrrad oder irgendwie sowas. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall müssen wir mit dem Fahrrad über die Bank fahren und wir dürfen nicht in den Schleimpool fallen. Ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier ein Fahrrad oder sogar zwei Fahrräder, aber das eine ist für Erwachsene. Und damit müssen wir jetzt über den Pool fahren. Wer möchte? Ist ja klar. Ich werde das als erstes machen und dann habt ihr gar keine Chance mehr bei dieser Challenge. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, ich hoffe nur, dass Nils in den Schleim fällt. Okay, Nils, du darfst dann gerne jetzt über den Pool fahren. Mal gucken, ob du es hinbekommst. Diese Frage überhaupt, ob ich es hinbekomme, aber selbstverständlich. Schaut nur. Hä? Könnt ihr das alle sehen? Könnt ihr das alle sehen, wie ich meine Balance hier halte? Mein Gleichgewicht ist einfach nur perfekt und... Oh, oh. Was ist denn mit der Bank auf einmal los und... Oh, oh Nils, das kann doch wohl jetzt echt nicht wahr sein. Ich meine, du blamierst uns hier vor den ganzen Leuten. Jetzt fällt ja wirklich da rein. Ist ja ekelhaft. Boah, ist das eklig. Oh, das ist ja richtig schleimig hier. Oh, mit der Bank stimmt etwas nicht. Oh doch, mit der Bank ist alles in Ordnung, aber nicht mit dir. Kann mich mal mit dir einer rausholen, meine ganzen Versace-Klamotten. Na, da musst du jetzt selber rauskommen und hol das Fahrrad bitte raus. So, wer möchte als nächstes? Ja, das mach ich. Also, ich glaube, ich krieg das hin. Ich kann schon ganz lange Fahrrad fahren. Also, ich weiß nicht wie, aber diese Challenge ist irgendwie manipuliert, sage ich dir, Julian. Hier passt doch irgendwas nicht. Ja, ja, heul leise. Da ist alles in Ordnung. Du bist einfach nur zu schlecht. Du kannst kein Fahrrad fahren. Toll, der lacht mal wieder an. Jetzt mal wieder. Der kann wieder nicht verlieren. Ja, sowas von. Das war schlecht, sage ich dir. Was wisst ihr denn eigentlich? Wisst ihr nicht, wie man über Fahrrad fahren kann? Nils, jetzt sei doch einfach mal ruhig. Ich meine, ich mach das schon für uns. Keine Sorge. Okay, wir haben die nächste Kandidatin hier in der Challenge. Ines, aus meiner Klasse. Du kriegst das hin. Los. Okay, kann ich dann starten? Ja, ja, los, los. Aber nicht in den Pool fallen. Oh, ich hab schon ein bisschen Angst. Das wirkt, als wäre ich total hoch. Hoffentlich falle ich nicht runter. Los, Ines. Wenn du gewinnst, dann kannst du mir ein Eis kaufen.
Steve, dir ist schon klar, dass man hier heute nichts gewinnen kann. Also es geht nur darum, wer besser ist. Also ich habe kein Geld für Eis oder so und aus dem Kühlschrank wird nichts geholt. Oh, ich glaube, ich schaff's. Jetzt muss ich nur noch runterspringen. Oh, das gibt's doch nicht. Ich hab's geschafft. Oh, ich hätte das niemals gedacht. Und damit steht jetzt eins fest. Ich gehöre schon mal zu den Besten hier bei der Challenge. Boah, Ines, das war ja super. Oh Mann, ich hoffe, ich bekomme das auch hin. So, komm zurück. Oh, und wer macht das besser als Ines? Also, das war schon ziemlich gut und ziemlich schnell. Ach, wenn die das schafft, dann schaffe ich das auch. Ich bin als nächstes dran, Julian. Hier, ich. Boah, Julian, das war total spannend. Ich dachte einmal, ich falle in den Schleim und habe ein bisschen das Gleichgewicht verloren. Aber hab's dann doch noch geschafft. Das war richtig gut, sage ich dir. Ich meine, vielleicht kannst du mir ja noch mal ein paar Tipps geben, wie du das gemacht hast. Also, wenn du mich fragst, musst du möglichst schnell drüber fahren. Und am besten nicht nach unten gucken. Du musst auf dein Gleichgewicht achten. Naja, ist ja wohl klar, dass ich das Fahrrad für Erwachsene nehme. Ich kann das schon. Hanna, das war eigentlich für Mama und Papa gedacht. Also, ich hatte da mit Onkel Stefan was besprochen. Aber ist ja auch egal. Also, ich würde es an deiner Stelle nicht nehmen. Ach, Papalapap, Julian, erzähl doch nichts. Okay. Kann ich jetzt starten? Ja, bitteschön, aber das wird ziemlich schwierig. Du kommst doch kaum an die Pedale. Ach, Julian, natürlich komme ich an die Pedale und das werde ich locker machen. Ich bin doch schon groß. Wow, Hanna, also ich glaube, das Fahrrad ist ein bisschen zu groß für sie, oder? Ja. Mann, oh Mann, das ist echt krass. Sie traut sich, auf so einem Erwachsenenfahrrad da lang zu fahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bei einer Sache können wir uns wirklich sicher sein. Hanna Vogel wird definitiv heute im Schleim landen. Igitt. Ha, siehst du, Julian, das ist eine Leichtigkeit für mich. Es geht los. Also ich bin erstaunt, du machst das wirklich gut. Also sieht gar nicht so schlecht aus, hätte ich nicht gedacht. Ja, kannst du mal sehen, das mache ich richtig. Oh, oh. Warum falle ich denn jetzt auf einmal zur Seite? Oh, oh. Ich komme nicht auf den Boden. Oh. Och nö, jetzt bin ich total mit dem Gesicht in den Schleim gefallen. Das klebt. Oh Mann, Anna, alles in Ordnung bei dir? Oh, du hast das ganze Gesicht voller Schleim. Ich habe dir gesagt, nimm ein Kinderfahrrad. Och nö, ich komme hier nicht mehr raus. Alles klebt. Das war eine blöde Idee. Tja, tut mir leid, Hanna. Also ich bin hier der Turnierleiter, der Challenge-Leiter. Ich kann dir nicht helfen. Das wäre parteiisch und nicht unparteiisch. Hey, Hanna, ich kann dir helfen, aber bitte nicht mit Philipp, dem Schleim, hilf okay? Mir. Boah, Hanna, du bist irgendwie ein bisschen schwer, aber du bist ja raus. Oh Mann, kann ich es vielleicht doch nochmal mit dem anderen Fahrrad versuchen? Nö. Das kommt nicht in Frage. Du warst ja eben so selbstsicher, dass du das mit dem Großfahrrad schaffen könntest. Aber nein, so läuft das nicht. Och Mann, das ist fies. Und Philipp, jetzt habe ich überall Schleimkleben. Das kriege ich nie wieder weg. Also bitte nicht zu nahe kommen. Also ich habe nicht vor, in den Schleim zu baden heute. Ach Philipp, sei doch nicht so. Komm, umarme mich. Sei doch nicht fies. Nee, lass mal. So, wir haben ja schon einiges hier gesehen. Und ich würde euch jetzt gerne ein Beispiel zeigen, wie man es am besten macht. Und zwar mit mir. Naja, Julian, ich weiß ja nicht. Du weißt ganz genau, dass ich besser Fahrrad fahren kann als du. Ist das peinlich. Jetzt zeigt mir Julian, wie man richtig Fahrrad fahren kann. Das ist eine Schnösel nicht würdig. So, jetzt schaut mal ganz genau hin. Man muss nur ganz ruhig auf diese Bank hier fahren und dann nicht nach unten schauen, wie Ines gesagt hat. Und guckt euch das mal an. Ich kann sogar mit einer Hand fahren. Ja, ich brauche nicht beide Hände. Na? Wow, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, Julian. Ziemlich gut. Ja, ihr könnt euch mal eine Scheibe von mir abschneiden. Das ist richtig gut. Ich schaff das hier locker, als ob ich in den Schleimpool falle. Niemals. Emma, du kannst wirklich nicht einfach in der Kita in den Kühlschrank gehen und da ständig die Kakaovorräte leer machen. Das musst du vorher mit Brigitte absprechen. Ja, ist ja gut, aber ich meine, es ist auch nicht okay, dass ich deswegen eine Stunde länger bleiben muss. Seit wann gibt's Nachsitzen in der Kita? Ich habe jetzt Bauchschmerzen vom vielen Kakao. Uch. Was ist das denn? Ist das eine Überraschung für mich? Oh, ich freue mich. Hat das jemand angekündigt? Julian Vogel, was ist das denn hier? Mama! Julian, ich dachte, Mama kommt erst heute Abend wieder zurück. Was soll das denn hier? Was habt ihr denn hier veranstaltet? Nein, jetzt bin ich doch im Schleim gelandet. Och, nein. Oh, danke, Mama. Danke, Mama. Ich meine, was hab ich denn damit zu tun? Danke, Julian. Wo kommen die ganzen Leute her? Und was habt ihr mit unserem Swimmingpool gemacht? Mama, ich muss Julian verteidigen. Also, das war ja nicht alleine. Wir wollten dir eine Challenge machen. Eine richtig coole Challenge. Also, ich finde, das klingt nach einer satten Strafe, Mama. Die musst du denen geben, weil die haben mir davon überhaupt nichts erzählt. Das geht so nicht. Die können mich nicht ausschließen. Oh, guckt euch das doch mal an, diese Sauerei. Dieser ganze Pool ist voller Schleim. Wie sollen wir das jemals wieder rauskriegen? Na, ich weiß nicht. Also, ich dachte, vielleicht bleibt das den Winter über so, weil wir können ja sowieso nicht schwimmen. Also, wenn es jetzt kälter wird. Oh, Julian, du und deine tollen Ratschläge. Ich meine, findest du das etwa lustig? Ja, ein bisschen. Wenn es nach mir geht, du kannst den ganzen Tag hier versauern. Was? Und ihr Kinder, ihr geht jetzt besser mal nach Hause, sonst rufe ich eure Eltern an. Jeden Einzelnen. Schade. Also, Frau Vogel, könnte ich nicht vielleicht einmal mit dem Fahrrad rüberfahren? Also, nur einmal. Ich falle auch nicht in den Pool. Oh, Steve, noch ein Wort und ich schmeiße dich in diesen Pool rein. Also, ja gut, hau lieber schon. Ab. Julian, viel Spaß im Schleimpool. Weißt du was, du kannst ja 24 Stunden im Schleimpool-Challenge machen. Ja. Oh, Mama, kann ich denn jetzt nicht wieder aus dem Pool hier raus? Oh, das ist überall schon in meiner Hose.
Also Mama, ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Also ich war ja auch mit dabei und kann Julian jetzt nicht wieder rauskommen? Sei doch nicht so streng. Ach Hanna, du warst auch mit dabei? Dann würde ich sagen, ab mit dir in den Pool, oder? Du kannst den ganzen Tag genauso wie Julian da drin stecken bleiben. Ist das dein Ernst, Mama? Ja los, ab mit dir, spring ruhig rein. Oh, oh Mann, hey, Julian, jetzt müssen wir da? Den ganzen Tag im Pool bleiben. Hm. Vielleicht sollten wir nie wieder was hinter Mamas Rücken machen. Ja. Kinder, das sollte euch wirklich eine Lehre sein. Ich meine, wenn ihr versucht, mich zu veräppeln, dann könnt ihr den ganzen Tag im Schleimpool bleiben. Das ist dann meine Rache. Ah, Pia, du trägst ja deinen Verband gar nicht mehr. Ist jetzt alles von unserem Chemieversuch letztens verheilt? Ja, soweit eigentlich schon. Ich meine, da ist noch ein bisschen Schorf drauf oder so, aber ich lass das dann. Das verheilt schon noch. Abgesehen von mir, Hanna, wie läuft's eigentlich mit Philipp? Ich meine, du hast doch erzählt, dass du mit ihm schon im Einkaufszentrum warst, um Eis zu essen. Und wie geht's jetzt weiter? Ich meine, bist du noch irgendwie sauer auf ihn? Naja, direkt sauer bin ich nicht, aber ich bin irgendwie, also es gefällt mir immer noch nicht, dass er mich in diese ganze Feuerwehrgeschichte nicht eingebunden hat. Und deswegen lasse ich ihn jetzt ein bisschen zappeln. Jetzt soll er sich mal bei mir melden. Oh Mann, Hanna, da kannst du aber lange warten. Ich meine, Jungs und den ersten Schritt machen, ich weiß ja nicht. Du willst ja darauf bestehen? Also von uns Jungs brauchst du nichts erwarten. Wir haben sowieso einen enormen Druck immer, dass wir uns melden müssen. Und ich weiß nicht, das ist schon eine Belastung. Also ich mach das nicht mehr mit bei euch Mädchen. Ganz genau. Ich meine, die Frau muss sich auch mal selber kümmern. Das ist Emulsion. Emma, du weißt schon, dass du auf Klo bist. Also musst du da jetzt etwa wirklich so ein Statement raushauen? Oh Mann. Geschwister, könnt ihr vielleicht mal aufhören, eure Ohren überall zu haben? Und Emma, das heißt Emanzipation und nicht Emulsion. Emulsion ist irgendwas von Chemie oder so. Ja, ja, ist ja gut, dann habe ich mich eben vertan. Ich meine, wenn du das hier durch das ganze Haus schreist mit Philipp und so, dann kann ich ja auch nicht als dazuzuhören. Oh Mann, Hanna, du hast manchmal echt nervige Geschwister, aber ich bin irgendwie schon der Meinung, dass du dich auch trauen solltest, dich bei ihm zu melden. Ach, meinst du wirklich, Pia? Was soll ich denn sagen? Julian, kannst du mir mal bitte sagen, was da eben gerade los war? Warum schreit ihr denn da oben so rum? Habt ihr euch gestritten? Nein, also eigentlich nicht, aber Hanna muss ja von ihrem Beziehungsproblem mit Philipp mal wieder erzählen. Und naja, du weißt, das interessiert uns irgendwie alle. Wirklich? Ich meine, Hanna hat Beziehungsprobleme? Davon wusste ich gar nichts. Vielleicht sollte ich ihr mal irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen. Meinst du, das hilft? Also ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob sie über Jungsprobleme mit ihrer Mama reden möchte. Also ich mische mich da nicht ein. Pia, meinst du wirklich so ein Candlelight-Dinner, das sollte ich machen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Wieso? Ich meine, das kommt richtig gut an, glaub mir. Na gut, ich hatte nur eins mit Herrn Handsome, also das ist ganz schön nach hinten losgegangen, aber egal, Philipp ist anders. Ach ja, ich erinnere mich, das Candlelight-Dinner, als du in unseren Englischlehrer verliebt warst. Pia, vielleicht sollte ich von dir lieber keine Ratschläge annehmen. Ach, hey Mädels, ich meine, ihr könnt gerne von mir Ratschläge annehmen. Ich bin schon seit Jahren glücklich verheiratet und ich meine, mit Papa und mir läuft's doch gut. Och, Mama, also da musst du dich jetzt wirklich nicht einschalten. Das ist eher so eine Sache von uns, also Teenager-mäßig und nicht Erwachsenen-mäßig. Ach, Papalapap, ich meine, da hat sich doch die letzten Jahrzehnte nichts geändert. Ich kann mich auch noch an meine Schulzeit erinnern. Also ich fänd's toll, wenn du Philipp einfach überraschen würdest. Einfach mit seiner Lieblingsspeise oder irgendwie spontan hingehen und einfach mal klingeln. Also ich finde die Idee gar nicht so schlecht, Hanna. Das könnten wir wirklich machen. Okay, Pia, ich klingel jetzt, aber ich habe noch gar keinen Text zurechtgelegt, was ich denn jetzt sagen soll. Ich habe nur seine Lieblingsweingummis. Hanna, wenn du jetzt klingelst, ich meine, dann kommt irgendwie sein Vater an die Tür oder keine Ahnung. Das ist doch keine richtige Überraschung für Philipp. Lass uns das lieber irgendwie ein bisschen anders angehen. Anders angehen? Wie meinst du das denn jetzt, Pia? Ich meine, wir könnten, oder du könntest einfach an sein Fenster anklopfen oder so. Das war deine Idee, Pia. Pia, vielleicht solltest du das lieber mit dem Fenster machen. Oh ja, okay, Mann, du bist ein ganz schöner Angsthase, Hanna. Naja, immerhin lasse ich mich die ganze Zeit hier von euch überzeugen. Ich meine, diese Überraschung war auch nicht meine Idee. Ist ja gut. Ich werde jetzt hier die Treppe hochgehen, da drüben ist ja sein Zimmer, dann werde ich mal klopfen und dann ist er total aus dem Häuschen. Okay, Pia, gib mir dann ein Zeichen, wenn ich hochkommen soll. Ich warte so lange hier unten. Hey du, Philipp, also ich meine, ich find's richtig cool, dass wir jetzt so viel miteinander machen und ich meine auch mit dem Feuerwehrcamp, da haben wir uns richtig gut kennengelernt. Ich find's richtig cool, mit dir abzuhängen. Ja, Clarissa, also ich find's cool, wenn du mich besuchen kommst. Ich meine, auch wenn du dann zu Hause Probleme hast oder so, ich bin dann gerne für dich da. Das freut mich auf jeden Fall zu hören, Philipp. Ich meine, ich weiß, ich kann auf dich zählen. Du bedeutest mir wirklich viel. Ach du dickes Ei, das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Wer ist denn das Mädchen? Das habe ich noch nie gesehen. Pia, ach du dickes Ei, war das jetzt mein Zeichen? Soll ich hochkommen? Nein, da war, also ich meine, Philipp ist gar nicht zu Hause. Wir versuchen das nochmal wann anders. Hallo, war da jemand oder war das vielleicht mal wieder ein Eichhörnchen? Ich weiß es nicht. Pia, mit wem hast du denn da gerade geredet? Ach, nichts. Ich habe nur Selbstgespräche geführt. Alles in Ordnung. Ich meine, da war, weiß ich auch nicht. Das Fenster war total dreckig. Wir sollten besser ganz schnell nach Hause gehen. Ich meine, Philipp ist nicht zu Hause. Deshalb, warum sollten wir hier länger bleiben? Pia, warum hast du es denn jetzt so eilig, hier wegzukommen? Wir könnten ihm doch vielleicht noch einen Zettel oder einen Brief in den Briefkasten werfen. Nein, lass es einfach, Hanna. Du, Philipp, sag mal, wollen wir nicht noch einen Film zusammen gucken? Ich meine, das wäre doch total cool.
Zum Beispiel Vajana. Ich meine, Vajana ist richtig klasse. Ach so, Vajana. Ja, das gucke ich sonst eigentlich mit Hannah. Also ich finde, den Film kann man nie häufig genug sehen. Der wird auch nie langweilig. Lass uns den bitte gucken. Hey Mädels, und wie war's bei Philipp? Ich meine, lief alles gut? Hat er sich gefreut? Warum sind die Weingummis noch hier? Nee, wir haben Philipp überhaupt nicht getroffen. Der war gar nicht zu Hause. Also dieser Spontanbesuch hat nicht geklappt. Oh, okay, schade. Ja, ich meine, man hätte auch vorher anrufen können, aber dann wäre es eben keine Überraschung gewesen. Und wollt ihr dann später nochmal hin, oder wie sieht's jetzt aus? Auf gar keinen Fall. Ich gehe da doch nicht nochmal hin. Ich meine, das hat mir einmal schon gereicht. Ach, Pia, ich weiß gar nicht, warum du dich jetzt so aufregst. Du hast mir doch gesagt, dass du mir hilfst bei der Überraschung. Und so weit weg wohnt Philipp jetzt auch nicht. Ach, ich habe jetzt nur meine Meinung geändert. Ich meine, warum sollten wir jetzt den Jungs hinterherlaufen? Das macht einfach keinen Sinn. Ach, Herr Jemini, ich glaube, das ist gar nicht so einfach als beste Freundin. Vielleicht fühlt sich Pia ein bisschen vernachlässigt oder so. Vielleicht ist sie eifersüchtig auf Philipp und Hannah. Wir gehen wieder nach oben. Und Pia, du musst doch jetzt hier nicht einen Streit anzetteln von meiner Mutter. Ach du, Hannah, wir haben doch noch Hausaufgaben auf. Das habe ich total vergessen. Hier in Chemie mit dem Periodensystem und so. Das müssen wir doch noch weiter üben. Pia, seit wann bist du so eine vorbildliche Schülerin? Also wir müssen jetzt nichts für Chemie üben. Wir haben noch Wochenende. Also, was hältst du davon, wenn ich jetzt ein Foto von Philipp und mir nehme? Wir haben hier so ein paar Selfies und dann schicke ich ihm das und dann schreibe ich dazu, erinnerst du dich noch? Ich vermisse dich oder so. Weißt du was, Hannah, davon halte ich rein gar nichts. Lass es einfach. Schreib ihn nicht an. Ich bin wirklich dafür, dass du mal über ihn hinwegkommen solltest. Was meinst du denn damit, bitteschön, Pia? Warum soll ich über ihn hinwegkommen? Naja, ich meine, er ist mein Freund. Darum halt. Oh Mann, das ist ja nicht auszuhalten. Seit Stunden geht's nur noch um dieses Thema. Also Malik und ich haben nicht solche Probleme. Na gut, Malik ist auch nicht mein fester Freund. Und wir gehen in die Kita. Oh Mann, ich will gar nicht so alt werden wie Hannah. Das läuft alles aus dem Ruder. Hannah, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich meine, ich will jetzt auch nicht dich so anmeckern oder so oder dich anfahren, aber es ist schwer. Oh nein, Pia, jetzt sag nicht, du bist in jemanden verliebt, den ich kenne. Ich glaube, es hat an der Tür geklingelt. Vielleicht ist das ja Philipp. Und vielleicht hat er doch gemerkt, dass jemand bei ihm zu Hause war. Hallo, Frau Vogel. Wir sind nur spontan vorbeigekommen. Wir wollten eigentlich nur Hannah besuchen oder sie abholen. Ist sie denn da? Hi, Philipp. Ja, sie ist da. Sie ist oben in ihrem Zimmer mit Pia. Ich weiß nicht, ob das ein guter Zeitpunkt ist. Ach, mit Pia noch besser. Dann können wir ja gleich 2 gegen 2 spielen. Ich gehe da nach oben. Ich kenne ja ihr Zimmer. Also, ich hoffe nicht, dass die beiden da jetzt in irgendwas reingeraten. Und wer ist eigentlich das Mädchen? Ich habe das noch nie gesehen. Pia, ich muss sagen, du verhältst dich total seltsam, seitdem wir bei Philipp waren. Bist du etwa... Gib's zu, du bist in Philipp verliebt. Ja, jetzt fällt's mir auf. Du willst, dass ich mit ihm Schluss mache, damit du mit ihm zusammen sein kannst. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin nicht in Philipp verliebt. Wieso denn das? Wow, wow, wow. Ich wusste gar nicht, dass ich so begehrt bin. Oder geht's nicht um mich? Philipp, was machst du denn hier? Ich meine, der hat mir gerade noch gefehlt. Wir wollten eigentlich Hannah abholen, aber Pia, wenn du hier bist, komm doch gerne mit. Wir wollten zum Spielplatz. Warum denn wir? Entschuldigung, kennen wir uns? Oh, ich habe euch noch gar nicht vorgestellt. Das ist Clarissa, eine gute Kumpeline von mir. Also aus dem Feuerwehrcamp. Da haben wir uns kennengelernt. Ja, ach, hi. Hallo, Clarissa. Ja, Hannah. Hannah ist mein Name. Tolles Zimmer hast du. Oh Mann, ey, der kann doch hier nicht mit seiner neuen Freundin auftauchen. Ach ja, Philipp, wir waren ja eben schon bei dir und wollten dir Weingummis bringen. Warst du unterwegs? Naja, also wir waren zu Hause und haben Vajana geguckt, sogar 2-mal. Also Clarissa mag den Film wirklich sehr. Philipp, sag mal, ihr habt Vajana geguckt? Du weißt genau, dass das mein Lieblingsfilm ist und dass wir den immer zusammen geguckt haben. Und warum triffst du dich überhaupt hinter meinem Rücken mit einem anderen Mädchen? Also ich meine, Vajana ist ein klasse Film, da kann man nichts gegen sagen. Und warum ist jetzt hier so schlechte Stimmung? Hannah, nimm dich mal zurück. Ich kläre das jetzt hier. Philipp, du kannst hier wirklich nicht deine neue Freundin hinbringen. Ich meine, ich habe euch gesehen, als ich durchs Fenster geguckt habe. Philipp, es tut mir leid, dass die Situation hier gerade so aus dem Ruder läuft, aber ich wollte das alles nicht. Wir wollten doch nur zum Spielplatz. Philipp, ich verstehe nicht, was los ist. Ich meine, erst das mit dem Feuerwehrcamp, da hast du mir nicht Bescheid gesagt. Jetzt triffst du dich mit einem anderen Mädchen. Ich wollte dich eben überraschen. Und du? Hannah, beruhig dich doch mal. Ich habe hier nichts heimlich gemacht. Ich stelle euch doch vor. Also, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Sie ist eine Kumpuline und du bist meine Freundin. Philipp, ich glaube, ich gehe lieber nach unten und warte da. Oder ich gehe schon mal vor zum Spielplatz. Ich denke, du solltest das besser mit Hannah selber klären. Ja, warte, Clarissa. Ich komme direkt mit, als ob ich mich hier beschuldigen lasse von denen. Ich komme direkt. Philipp, halt, stopp. Du kannst doch jetzt nicht gehen. Ich meine, ziehst du jetzt das andere Mädchen vor? Du musst dich zwischen uns entscheiden. Nein, weißt du was? Also, muss ich gar nicht. Ich wollte einfach nur mit Clarissa befreundet sein, weil sie hat Probleme. Sie ist in einer Pflegefamilie und ich habe einfach nur ein offenes Ohr für sie. Mehr nicht. Oh, Backe, das hätte er nicht sagen sollen. Ich meine, das hat Clarissa gehört. Bitte, was, Philipp? Ich meine, du hast dich nur mit mir getroffen, weil du Mitleid empfindest mit mir? Nein, so meine ich das doch gar nicht. Wir sind auf einer Wellenlänge. Ich habe doch auch Probleme mit meinen Eltern. Weißt du doch, hatte ich dir doch auch erzählt. Oh, so meine ich das nicht. Oh Mann, Philipp, ich habe mich total an dir getäuscht. Ich gehe. Und deinen Fußball kannst du behalten. Ich wollte doch einfach nur helfen. Und jetzt ist alles schiefgelaufen. Oh
Ach, Philipp, komm schon, Kopf hoch. Also, ich bin vielleicht ein bisschen zu eifersüchtig gewesen, aber es lag nur an Vaiana, weil das doch mein Lieblingsfilm ist. Also, mir tut's auch leid. Ich meine, ich habe da echt was reininterpretiert. Ich kannte Clarissa nicht und dann war sie mit dir in deinem Zimmer und so und, ach, ich weiß auch nicht. Philipp, deine Lieblingssüßigkeiten hatte ich dir extra besorgt als Überraschung. Vielleicht können sie dich ein bisschen aufmuntern. Ja, das vielleicht nicht, aber danke. Also, auch danke, dass du an mich gedacht hast. Und ich werde mir wieder Zeit für dich nehmen, okay? Oh Mann, wir hätten mal mehr Süßigkeiten holen sollen, weil ich glaube, bei Clarissa musst du dich jetzt auch noch entschuldigen, Philipp. Ach, was für ein herrlicher Sonntag. Ich meine, es gibt nichts Besseres, als einfach entspannt auf dem Sofa zu sitzen, mit einer schönen Tasse Kaffee und einfach nichts zu tun. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn das Problem mal hier im Pool behoben werden würde, aber naja, da tut sich gar nichts. Oh, der ganze Pool ist immer noch voller Schleim von dieser komischen Challenge von Julian und Hanna. Und Onkel Stefan, der kann natürlich erst morgen kommen. Apropos Julian und Hanna, was machen die oben da eigentlich die ganze Zeit? Es ist viel zu ruhig und das ist ganz schön verdächtig. Papa, versteck dich doch einfach als Buch. Ja, klick da drauf, da musst du draufdrücken, dann bist du ein Buch. Nein, das wäre viel besser, wenn er sich als Stuhl versteckt, weil ich meine, guck mal, da sind viel zu viele, die ein Buch sind. Nimm lieber einen Stuhl, da ist keiner ein Stuhl. Hallo, na, hier seid ihr alle. Wollt ihr nicht nach unten kommen? Ich meine, da können wir ja unten gemeinsam was machen. Tut mir leid, Mama, es geht gerade nicht. Papa spielt gerade Roblox, also wir bringen ihm das bei, weißt du? Und da muss er ungestört bleiben, weil dann können wir immer zusammen Roblox spielen und vielleicht ein neues Tablet holen. Noch ein Tablet? Ich meine, ein zweites oder ein drittes? Das kommt nicht in Frage. Eins reicht wirklich für den ganzen Haushalt. Wir sollten unten einfach Monopoly spielen, mal was Klassisches. Papa, kannst du nicht mal was sagen? Also Claudia, Schatz, ich wäre auch für ein zweites Tablet. Ja, weil dann kann ich dieses Roblox meine ich natürlich, immer spielen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich werde mal schauen, was meine kleine Tochter so macht. Vielleicht möchte sie ja irgendwas mit Mama machen. Na, Hanna, Lust auf ein Gesellschaftsspiel? Vielleicht Mensch, ärgere dich nicht oder Uno oder sowas? Ach, hey Mama, ja, vielleicht heute Abend oder so, aber jetzt gerade nicht. Wir schreiben gerade total witzige Sachen hier in unsere WhatsApp-Gruppe. Zeig doch mal her, Hanna. Ich meine, vielleicht ist das auch was für mich. Ich könnte auch darüber lachen. Mama, was soll das denn? Nein, das ist privat. Und ehrlich gesagt, geh aus meinem Zimmer. Ich habe keine Lust auf ein Spiel. Oh, das kann doch wirklich nicht sein. Ich meine, ich hatte so tolle Ideen, dass wir gemeinsam was spielen können. Aber alle wollen nur was ohne Mama machen. Das kann ich nicht leiden. So, ihr drei, ich würde sagen, wir werden jetzt alle gemeinsam was spielen. Hanna auch. Und dann, ich meine, das ist eine familiäre Gemeinschaft, die wir da bilden. Boah, Mama, wir spielen gerade Verstecken bei Roblox. Ich meine, das ist total abgefahren. Können wir bei deinem Spiel auch Verstecken spielen in der Gruselvilla? Wenn nicht, dann bin ich nicht dabei. Also ich könnte euch anbieten, dass wir hier in unserem Haus Verstecken spielen. Das wäre doch toll. Alle verstecken sich und einer sucht. Oh, das ist doch total langweilig. Das haben wir schon tausendmal gemacht. Alle Verstecke kennen wir schon. Du gehst in den Schrank, Mama, und Papa versteckt sich in der Badewanne. Das kennen wir doch schon alles. Ja, und dein zweites Versteck, Mama, ist immer die Garage. Das kennen wir schon alle. Ja, Claudia, und beim dritten Mal versteckst du dich dann unter unserem großen Bett. Also, du bist da nicht so kreativ, das weißt du. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Deswegen spielen wir hier lieber bei Roblox Verstecken. Ha? Okay, ihr wollt also an einem besonderen Ort Verstecken spielen. Gut, dann lasse ich mir eben was einfallen. Das könnte so aussehen. Hallo, Herr Grob, hier ist Claudia Vogel. Ach, ich muss mir das irgendwie zurechtlegen. Ich muss Herrn Grob anrufen. Hallo, Herr Grob. Ja, hier ist Claudia Vogel. Ich weiß, dass heute Sonntag ist. Morgen geht erst die Schule wieder los. Ich wollte fragen, ob wir vielleicht für eine Stunde ins Schulgebäude könnten. Ich müsste meiner Tochter Hanna da mal was zeigen. Also, das war wirklich einfach. Er meinte nur, können wir machen. Der Schlüssel hängt. Also, ich meine, wir kommen ins Schulgebäude. So einfach hätte ich mir das gar nicht vorgestellt. Familiensitzung, Leute! Oh, was ist denn los, Mama? Ich hab dir doch gesagt, ich will nicht spielen. Mach ich nicht. Claudia, Schatz, wenn es darum geht, dass wir ein zweites Tablet kaufen, okay, dann warten wir erst damit. Wir warten bis zu Weihnachten. Da kommen bestimmt tolle Angebote, oder, Kinder? Nein, Kinder, darum geht's gar nicht. Wir werden heute in die Schule gehen. Wir machen was vollkommen anderes. Was? Nein, das kommt gar nicht in Frage. Es ist noch Sonntag. Erst morgen habe ich wieder Schule. Ich gehe nicht in die Schule. Ist mir egal. Ich bleib zu Hause. Mama, sonntags in die Schule? Geht's noch? Wir haben die Rechte als Kinder. Also ich gehe nicht in die Schule. Nein. Hä, und ich hab da erst recht nichts zu suchen, weil ich gehe gar nicht in die Schule. Ich bin doch in der Kita. Was soll ich denn da? Und Claudia, Schatz, bei mir weißt du ganz genau, ich war schon in der Schule. Ich muss nicht nochmal hin, oder? Oh doch, Leute. Ich meine, ihr wolltet an einem besonderen Ort Verstecken spielen und ich habe euch die Schule organisiert. Das ist doch krass. Wow, cool. Was? Wir dürfen Verstecken spielen in der Schule? In unserer Schule? Ganz genau, ihr habt richtig gehört. Wir werden heute in Hannas Schule in dem Gymnasium Verstecken spielen. Nur wir, ganz alleine. Mama, das ist jetzt aber irgendwie kein Spaß, um uns irgendwie rauszulocken und dann irgendwo in so einen, weiß ich nicht, Landesgarten oder sowas zu gehen, um irgendwelche Blumen zu gucken, weil darauf habe ich keine Lust. Nein, wir spielen extremes Verstecken in der Schule. Los geht's! Boah, so leer habe ich meine Schule noch nie gesehen. Hier ist es richtig ruhig. Ja, für eine Schule ist das schon fast gespenstisch. Oh,
Also wir haben eine ganze Schule, um Verstecken zu spielen. Du weißt ganz genau, mich wirst du niemals finden. Martin, ich meine, wir wissen alle, dass du immer nur ein einziges Versteck hast. Und wenn du das einmal hast, dann versteckst du dich immer am selben Ort. Also muss ich dich ja nur einmal finden. Hey, aber das Versteck unterm Sofa ist einfach gut. Was kann ich dafür, wenn ich mich da immer wieder verstecken werde? Aber heute sieht's anders aus. Wir haben eine riesen Schule. Und wisst ihr was? Ihr dürft euch als erstes verstecken, denn die Mama wird suchen. Oh, super, Mama. Dann gehst du hier an die Wand, zählst bis 30 und wir verstecken uns. Aber wir dürfen uns wirklich überall in der Schule verstecken. Ja, das dürft ihr, aber bitte in dem Gebäude bleiben, nicht hier auf dem Pausenhof. Gut, ich zähle dann. 1, 2, 3. Oh Mann, los, Emma, du musst dich verstecken. Ganz, ganz schnell, los jetzt. Tja, ist doch klar, dass ich das beste Versteck haben werde. Mich wird niemand finden. 28, 29, 30, ich komme. Also, ihr solltet jetzt besser versteckt sein, denn Mama, die wird euch jetzt finden. Wo fange ich an? Ich glaube, ich fange hier unten an. Wo bin ich denn hier? Das ist der Biologieraum. Und wer versteckt sich denn da hinter dieser Karte? Also ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Habe ich Tomaten auf den Augen? Also hier hat sich bestimmt keiner versteckt. Ich wusste es doch. Mich wird niemand finden. Aber vielleicht hinter dieser großen Karte. Nein. Oh, wie hast du mich gefunden? Das ist doch nicht wirklich dein Ernst. Deine Beine haben rausgeguckt. Das war total schlecht. Ach so, stimmt. Kann ich mich nochmal verstecken? Nein, Martin, du bist raus. Du musst jetzt warten bis zur nächsten Runde und setz dich mal hier hin irgendwo. Ich suche weiter. Bei den Kindern muss ich genauer schauen. Vielleicht hier unter? Nee, da ist niemand. Also so ganz typische Verstecke sind doch hier in einem Klo. Ich denke, da ist Julian drin. Und, ach, schade, hier ist keiner. Ah, jetzt hab ich's. Ich denke, Julian ist klüger, wenn er sich auf dem Mädchenklo versteckt. So denkt er. Jetzt hab ich's. Also auf dem Mädchenklo, da ist doch bestimmt keiner. Erwischt. Nee, hier ist Julian auch nicht. Ach, hier ist keiner. Also ich muss schon sagen, deine Kinder haben sich deutlich besser versteckt als du, Martin. Also von dir haben die das nicht. Aha, super witzig. Du solltest vielleicht mal oben schauen. Das mache ich jetzt auch, aber vielleicht... Ach nee, hier in der Treppe kann man sich nicht verstecken. Vielleicht hier im Sekretariat von Frau Lieb. Ich wette, da ist jemand unterm Tisch. Na, wer ist denn da? Ach, keiner. Mal wieder. Hier oben scheint überhaupt keiner zu sein. Wo haben die sich denn noch verstecken können? Hier im Klassenzimmer muss doch auch jemand sein. Ich meine, so viele Räume hat die Schule auch nicht. Ich muss doch hier jemanden finden können. Das ist doch... Wobei, natürlich, hier muss irgendjemand unterm Tisch sein. Also ich würde das so machen. Na, wen haben wir denn da? Oh Mist, ich dachte, also irgendwie, ich wusste schon, dass es kein gutes Versteck ist, aber ich hatte nicht noch mehr Zeit. Tja, Hannah, damit habe ich dich dann wohl gefunden. Dann wäre nur noch Julian und Emma übrig. Tja, Mama, ich wünsche dir viel Glück. Du weißt ganz genau, die beiden sind Experten, wenn es ums Verstecken geht. Tja, und ich bin eine Expertin, wenn es ums Finden geht. Vielleicht sind sie ja... Hier, nee, das ist nur eine Abstellkammer. Den Raum kenne ich überhaupt nicht. Na gut, ihr habt gewonnen. Ich meine, kommt raus. Ich habe keine Ahnung, wo ich sonst noch suchen soll. Kommt raus, ist in Ordnung. Was? Sie hat mich wirklich nicht gesehen? Ich war doch hier im Aufzug und sie ist an mir vorbeigegangen. Ja, ich komme. Oh Mann, Mama, ich stand hier. Also ich saß hier im Aufzug und du bist einfach neben mir vorbeigegangen und hast mich nicht gesehen. Die Tür war doch auf. Bitte? Du warst im Aufzug? Ich meine, ich wusste gar nicht, dass es hier einen Aufzug gibt. Wobei, Becky muss ja auch hier hochkommen. Nee, keine Ahnung. Jetzt kannst du aber nach unten gehen, Julian. Jetzt kann jemand anders suchen. Was denn mit Emma? Stimmt, Emma. Ist Emma schon hier? Ich meine, wer will denn als nächstes suchen? Ach, soll Emma ruhig versteckt bleiben. Ich suche als nächstes und ich werde sie finden. Ich kenne hier jede Ecke in meiner Schule. Okay, versteckt euch. Ich fange an. 1, 2, 3. Ich frage mich ganz ehrlich, wo Emma sich versteckt hat. Also keiner hat sie gesehen, aber ich muss mich verstecken. Also ich weiß schon, wo ich mich verstecke. Hannah wird mich auf gar keinen Fall finden. 30, ich komme. Also gut, dann will ich mal suchen. Und ich weiß ganz genau, dass sich einer bestimmt auf Klo versteckt hat. Also hier ist keiner. Hier stinkt's du. Boah, ist das immer noch von Freitag? Und auf dem Mädchenklo ist auch niemand. Die scheint sich ja doch ganz gut zu verstecken. Dann schaue ich mal im Bioraum als nächstes. Oh Mann, Papa, ist das dein Ernst? Ich kann dich sehen. Hallo, Papa, du kannst da rauskommen. Ich hab dich gefunden. Du jetzt auch? Ist das dein... Das ist eigentlich ein so gutes Versteck. Also wie könnt ihr mich immer... Ach so, ja, meine Beine, das habe ich ja vergessen. Oh, ja, Papa, und wahrscheinlich würdest du dich auch noch ein drittes Mal da verstecken. Es war bestimmt schon dein Versteck von Anfang an. Ich gehe dann mal nach oben, weil hier unten habe ich keinen mehr gefunden. Vielleicht hat sich Julian ja wieder im Aufzug versteckt. Nee, doch nicht. Oder vielleicht unterm Tisch von Frau Lieb, aber nein, da ist auch keiner. Aber ich frage mich echt, wo Emma ist. Keiner hat sie bisher gesehen. Vielleicht hier im Klassenzimmer, aber nee, da war ich ja eben. Ach, hey Mama, ich kann dich sehen. Du weißt schon, dass du ein bisschen zu groß bist für diesen Schreibtisch. Du kannst ruhig rauskommen, ich hab dich schon gesehen. Oh, ich hatte doch so ein gutes Versteck, dachte ich zumindest. Ich meine, ich habe mich über Papa lustig gemacht und jetzt konnte man meine Beine auch sehen. Hallo, Emma, bist du hier? Emma? Oder bist du vielleicht hier zwischen dem ganzen Gerümpel?
Oh Mann, ich finde Emma einfach nicht. Mist! Naja, Leute, ich gebe auf. Ich finde euch nicht. Also schon, also langsam mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Ich meine, Emma war in der letzten Runde auch nicht da. Wo ist sie denn? Das gute Verstecken hat sie wahrscheinlich von dem Papa, ne? Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wo ist denn Julian? Julian! Hey, habt ihr es nicht gehört? Ihr könnt jetzt rauskommen. Julian, Emma! Oh Mann, ja, ich komm schon. Ich hatte voll das gute Versteck. Ich habe mich unter der Treppe versteckt einfach. Aber ich hatte das absolut beste Versteck, weil ich bin so klein, ich kann mich hier einfach im Schließfach verstecken. Ihr hättet mich niemals gefunden. Au! Oh, voll gegen meinen Kopf. Oh Mann, Emma, aber ich muss schon sagen, das ist wirklich ein gutes Versteck. Wow, Emma, das war wirklich kreativ. Ja. Da hätte ich dich nie gefunden. Das gibt's doch nicht. Und ich dachte schon, ich unter der Treppe, das wäre das beste Versteck. Aber ich glaube, heute hattest du das beste Versteck in der Schule. Ja, ich finde das auch. Ich meine, oder was meint ihr? Weil wer hatte heute das beste Versteck beim extremen Verstecken in der Schule? Okay, Kinder, so wie ich das angekündigt habe, gibt's heute den Chemietest. Also, ich teile den aus und dann könnt ihr direkt loslegen. Oh Mann, dieser Test. Ich habe gestern Abend extra noch ein bisschen gelernt, aber hoffentlich kriege ich das hin. Oh Mann, hätte das gestern bloß mal funktioniert mit dem Plan, dass wir den Test vorher kriegen. Und jetzt, naja, sind wir ganz schön aufgeschmissen. Ich bitte dann um Ruhe, also Konzentration, Kinder. Ihr müsst euch wirklich ein bisschen Mühe geben. Oh Mann, das ist gar nicht so einfach. Mg, Magnesium, glaube ich. Oh Mann, das war ja was heute. Und, wie lief der Test so bei euch? Also ich wusste doch ziemlich viel. Also richtig gut lief's nicht, aber schlecht glaube ich auch nicht. Nicht schlecht? Das ist ja total untertrieben. Ich meine, ich habe bestimmt eine 5 oder 6, also es lief übelst schlecht. Und bei dir, Becky, wie lief's denn bei dir? Ich meine, du hattest ja eigentlich nicht so viel Angst wie wir. Also eigentlich lief's bei mir ganz gut. Ich glaube, ich habe einiges richtig. Hey, Visco Girl, mach mal Platz da. Hallo, hörst du mich etwa nicht? Mach Platz da, Visco Girl, los, aus dem Weg. Hm? Ronja, ja, ich mache ja schon Platz. Wie nennst du mich? Meinst du mich? Ja, wer ist denn hier sonst ein Visco Girl? Ich sehe hier nur eins. Ein was? Wie bitte? Visco? Also ich habe das auch verstanden. Keine Ahnung, wovon die redet. Und du, Pia, weißt du, was das ist? Ist das eine Beleidigung? Kann sein, aber ich meine, ich habe das schon mal irgendwann auf Insta gesehen, also auf Instagram. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das ist sowas von typisch mal wieder. Die haben keine Ahnung von den neuesten Trends. Die leben hinterm Mond. Tana Vogel, du bist absolut kein Visco-Girl. Das kannst du dir sowas von abschminken. Du bist doch überhaupt nicht im Trend. Visco-Girl? Ich höre immer nur Visco-Girl. Was ist das denn jetzt? Oh Mann, ich meine, recherchier das erstmal. Du musst das googeln oder so. Das ist ja lächerlich. Mann, ich weiß nicht, was das ist. Und ich meine, man kann ja nicht alles kennen. Och Mann. Hey, Mama, ich bin wieder da. Ach, hallo Hanna, wie lief es denn heute mit dem Chemietest? Ach ja, Chemietest, ja, ganz okay, aber ich habe eigentlich eine andere Frage, Mama. Also Hanna, du kannst mich wirklich alles fragen. Ich weiß nicht, ob ich dir eine Antwort geben kann, aber ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Mama, was ist ein Visco Girl? So wurde ich heute genannt. Visco Girl? Ich glaube, da hast du dich verhört. Die meinen bestimmt Disco Girl. Nee, ich glaube nicht. Und was soll das sein? Naja, Disco Girl. Ich meine, wenn man in die Disco geht, tanzen halt. So ungefähr. Verstehst du? Ja, ich versteh's schon, aber ich glaube, wenn es um Trends geht, sollte ich Mama lieber nicht fragen. Also gut, Mama, vielen Dank, aber ich bin dann mal oben. Hanna, bleib doch noch mal stehen. Ich meine, wer hat dich denn so genannt? Wolltest du mir das gar nicht erzählen? Ach, Disco Girl, ich meine, so wurde ich und meine Freundin früher auch genannt. Wir waren ständig in der Disco und dann hatten wir halt unseren Ruf weg. Also, ich glaube, das war jetzt nicht so richtig, was Mama da gesagt hat. Ich werde mal im Internet nachschauen. Hey Hanna, cool, dass du da bist. Wollen wir zusammen was spielen? Ich habe eigentlich die ganze Zeit schon auf dich gewartet. Platz da, keine Zeit. Obwohl, stopp mal gerade. Vielleicht weiß Emma das ja. Und ob ich was weiß, ich meine, ich bin hier die Schlauste im Hause Familie Vogel, obwohl ich noch nie zur Schule gegangen bin. Ja, du die Schlauste im Haus. Naja, da bin ich anderer Meinung. Aber weißt du, was ein Visco Girl ist? Disco, das ist so ein Laden, da kann man richtig abhotten. Das Tanzbein schwingen, ja, kenne ich. Warum redet eigentlich hier im Hause Vogel jeder nur von der Disco? Visco Girl, Emma, Visco. Und das werde ich jetzt mal hier suchen. Nö, keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Aber ich bin mal gespannt, was das ist. Hier habe ich was gefunden. Bist du ein Visco Girl? Ein Test? Ja, den werde ich auf jeden Fall mal machen. Okay, die erste Frage. Visco Girl Test. Gefallen dir diese Schuhe? Ja, die gefallen mir super. Ich glaube, die da auf der Seite, ja, die trage ich doch auch immer. Ja, also wenn man sich meine Schuhsammlung ansieht, dann muss ich auf jeden Fall auf Ja klicken. Naja, und an den Füßen habe ich sie auch. Ich trage sie eigentlich ständig. Dann geht's weiter zur nächsten Frage. Also die Frage hätte ich auf jeden Fall mit Nein beantwortet. Schuhe, das ist total unbequem. Das lasse ich lieber gleich sein und gehe nur auf meinen Stramplerfüßen.
Oh, und da hat sich schon die nächste Frage geöffnet. Trägst du Scrunchies? Scrunchies? Ach, das sind diese Haargummis. Naja, die trage ich jeden Tag. Ich habe eine ganze Menge. Ganz verschiedene, in verschiedenen Farben. Was wäre Hanna Vogel ohne so ein Haargummi? Also auf jeden Fall ja. Also da würde ich auf jeden Fall auch nein sagen, weil meine Haare, die sind überhaupt nicht lang genug. Da kann man gar nicht richtig Zopf machen. Naja, dann kommen wir schon zu Frage Nummer 3. Hast du einen coolen Rucksack? Natürlich. Und ob ich einen coolen Rucksack habe, den habe ich zwar schon seit der Grundschule, aber der ist immer noch super. Und in blau und in rot. Ich finde den richtig toll. Oh ja, erster Punkt für mich. Ich habe auch so einen Rucksack, also generell einen, ja. Also gut, nächste Frage. Magst du diese Hose? Ja, eine kurze Hose. Schau doch mal, Emma, die sieht doch ungefähr so aus wie die Hose, die ich anhabe. Also die ist in blau und ich trage meistens die weiße. Also deine Hose könnte schon so in die Richtung gehen, aber meine, naja, ich habe gar keine Hose. Das ist alles eins. Okay, klasse. Dann beantworte ich das Ganze auch mit ja und dann kommt die nächste Frage. Ach, und ich sehe gerade, das ist schon die letzte Frage. Frage Nummer 5. Magst du sommerliche Accessoires? Ach, und dann sind da so Ketten abgebildet. Ja, die finde ich schön. Also Schmuck und Ketten mag ich sehr, sehr gerne, aber ich habe nicht so viel davon. Moment mal, das ist, glaube ich, mein Einsatz. Ich bin gleich wieder da. Ja, da, also der Punkt geht auf jeden Fall an mich, weil ich habe hier eine Kette und ich liebe Ketten auch sehr, sehr gerne. Also viel, du weißt schon. Naja, da stand ja nicht, hast du eine Kette, sondern ob ich das schön finde. Und deswegen klicke ich wieder auf ja. Oh, da kommt das Ergebnis. Du bist zu 100% ein Visco-Girl? Das gibt es ja gar nicht. Dann hatte Ronja ja recht. Also dann war das keine Beleidigung. Ich bin anscheinend ein Visco-Girl. Also dann bin ich ja kein Visco-Girl. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß auch nicht. Nee, Emma, du bist das auch nicht. Nur wer so ist wie Hanna Vogel. Oh Mann, der Test hat echt Spaß gemacht. Oh, hey Mama. Ach, hi. Hast du jetzt eigentlich herausgefunden, was jetzt genau damit gemeint war? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen seltsam gewesen. Und ob ich das rausgefunden habe? Komm, setz dich auf den Stuhl, Mama, dann kannst du den Test auch machen. Ein Test? Ich meine, was für ein Test? Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Du erwischst mich gerade auf dem kalten Fuß. Ach nein, Mama, nicht so ein Test. Du musst dich da einfach durchklicken und ein paar Bilder bewerten. Okay, also wie es aussieht, bin ich zu 0% ein Visco-Girl. Dann eben nicht. Aber was das jetzt genau ist, das habe ich immer noch nicht richtig verstanden. Also ich glaube, ich bleib dann doch lieber beim Disco-Girl, weil ich glaube, tanzen liegt mir einfach mehr als Visco-Girl. Hey Hanna, guten Morgen, aufstehen. Heute ist wieder ein weiterer Schultag. Oh, aufstehen, noch 5 Minuten. Obwohl, nein, keine 5 Minuten mehr. Ich starte doch heute als richtiges Visco-Girl in die Schule. Welche meiner Schlappen ziehe ich heute an? Heute sind die Pinken an der Reihe. Dann fehlt natürlich noch mein Rucksack. Und eins meiner Haargummis. Moment, Scrunchies natürlich. Jetzt ist der Visco-Look fast perfekt. Obwohl, da fehlt doch noch was. Ich brauche noch diese Halskette von Emma. Oh Mann, ich hab Glück. Emma schläft noch. Ich werde mich einfach schnell reinschleichen. Und da drüben liegt ja die Halskette. Psst, die darf nicht wach werden. Hey Mama, ich bin fertig. Ich gehe direkt zur Schule. Hey Hanna, willst du nichts frühstücken? Hast du es irgendwie eilig? Ja, ein bisschen schon. Ich will meinen Freundinnen meinen neuen Visco-Girl-Look präsentieren. Also Hanna, mir ist ehrlich gesagt kein großer Unterschied jetzt aufgefallen, außer dass du Emmas Kette umhast. Was? Dir ist nichts aufgefallen? Ich bin zu 100% Visco-Girl. Und ich werde schnell noch ein Selfie von mir machen. Ach, diese Jugend von heute, das kann man und muss man nicht alles verstehen. Ich kann einfach nicht immer alles begreifen. Ah, da kommt Hanna, na? Hey, morgen. Fällt euch irgendwas an mir auf? Also, ich weiß jetzt, was ein Visco-Girl ist. Ein Visco-Girl ist so wie ich. Okay, Hanna, aber eigentlich siehst du aus wie immer. Ganz genau, du siehst nicht aus wie ein Visco-Girl, sondern wie ein Hanna-Girl, wie Hanna eben. Also ich find's ja nicht so cool, wenn man immer irgendwelchen Trends hinterherjagt. Ich meine, man muss sich dann ständig verändern und dann ist man eigentlich gar nicht mehr so, wie man selber ist. Also nochmal, du musst für uns kein Visco-Girl sein oder irgendwas anderes. Für uns bist du einfach Hanna und unsere Freundin. Oh, das ist lieb von euch. Ich mag euch auch als Pia-Girl und Becky-Girl. Das ist lieb von euch. Ja, das ist irgendwie cool. Hanna Girl, Pia Girl und Becky Girl. Dann könnten wir so eine Girlband aufmachen. Das wäre richtig cool. Ja, meine Freundinnen haben recht. Ich will gar kein Visco Girl sein, sondern ich will Hanna sein. Habt ihr den Test auch gemacht? Seid ihr etwa ein Visco Girl? Hey, Pia, Becky, ich wollte euch doch noch was erzählen. Was ist denn, Hanna? Ich höre dich. Ich war am Wochenende mit meiner Familie hier in der Schule und wir haben hier Verstecken gespielt. Mensch, Hanna, das glaubt dir doch kein Mensch. Ich meine, das ist doch wohl ein schlechter Scherz, oder? Nein, wirklich. Also, ich konnte es auch erst nicht glauben. Meine Mutter hat das organisiert. Und ja, dann waren wir hier in der Schule und haben hier Verstecken gespielt.
Ja, dann guten Morgen, Kinder. Aufgepasst, der Unterricht geht jetzt sofort los. Oh Mann, das ist ja total cool. Da wäre ich auch gern dabei gewesen. Eine ganze Schule nur für uns. Ja, das war wirklich total cool und wir konnten uns überall in der ganzen Schule verstecken. Entschuldigung, der Unterricht geht jetzt los. Das gilt auch für die letzte Reihe. Oh, ups, Entschuldigung. Also gut, Kinder, heute werden nochmal die Elemente wiederholt und morgen gibt's dann dazu einen Test. Ich hoffe, ihr seid dann gut vorbereitet. Was? Ein Test? Ein Test? Och, morgen schon? Wie kann man sich denn nur so anstellen? Es ist nur ein Test und ich meine, ihr könnt ja wohl dafür üben. Also ich habe gar kein Problem damit. Och Mann, das gibt es doch nicht. Jetzt steht morgen dieser Test an und ich kann das alles nicht. Frag mich mal, Hannah, ich kann das auch nicht. Ich meine, noch schlechter als du. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Ja, genau, Pia, das ist eine gute Idee. Aber hast du schon irgendeine Idee? Was können wir uns denn einfallen lassen? Was soll man sich denn da schon einfallen lassen? Ich meine, lernen. Was anderes fällt mir nicht ein. Okay, dann, ich bin da mal weg, weil da hinten ist Ricardo. Wir sehen uns dann später. Oh Mann, wie kann man nur so ruhig bleiben wie Becky? Ihr scheint das total egal zu sein. Ich meine, sie juckt das gar nicht. Und morgen ist schon der Test. Ich hab eine Idee, Hannah. Ich meine, du kennst doch jetzt die besten Verstecke hier in der Schule. Und dann wüsstest du ja vielleicht auch, wo er versucht, den Test hier in der Schule versteckt hat. Dann hätten wir den schon vor allen anderen. Naja, Pia, meinst du wirklich, Herr Versucher hat den Test versteckt? Vielleicht könnten wir uns verstecken und dann selber nachher nach dem Test hier suchen. Das beste Versteck war übrigens hier, da war Emma drin. Einfach in den Schrank gekrabbelt. Oh Mann, Hannah, du bist sowas von auffällig. Ich meine, komm mal da raus, sonst sehen dich noch die Leute. Alles klar, unauffällig sein. Also abgemacht. Wir treffen uns nach der Schule und verstecken uns hier. Und wenn alle Leute weg sind, dann gehen wir hoch ins Lehrerzimmer und suchen den Test. Na dann ab ins nächste Vergnügen. Ich meine, jetzt steht Mathe an. Das kann nur besser werden. Frau Lieb, ich hätte dann noch eine Bitte an Sie. Und zwar möchte ich morgen mit meiner Klasse einen Test schreiben. Ich bräuchte dann für die ganze Klasse Kopien davon, von dem Chemietest hier. Ach ja, selbstverständlich doch, Herr Versuch. Das ist mein Job, das mache ich gerne. Und ich werde natürlich den Test gut verwahren, sodass keiner außer Ihnen da rankommt. Hast du das mitbekommen? Ja. Herr Versuch hat gerade den Test bei Frau Lieb abgegeben. Wir könnten also wirklich drankommen. Genau, wir schleichen uns später in ihr Büro. Oh Mann, diese zwei. Ich meine, die sollten sich einfach zu Hause hinsetzen und lernen. Und jetzt machen die da irgendwelche komischen Sachen. Hey Becky, bist du nach der Schule auch bei unserem Plan dabei? Nein, da mache ich nicht mit. Das könnt ihr ohne mich machen. Wir werden auf jeden Fall die besten Noten in der ganzen Klasse haben, weil wir den Test schon vorher haben. Oh Mann, wir sind solche Glückspilze. Oh, endlich ist dieser Unterricht vorbei. Ab nach Hause. Ich habe zwar gesagt, dass dieser Test mir nichts ausmacht, aber ich meine, vielleicht soll ich doch etwas dafür üben. Ich möchte nicht versagen. Also gut, Pia, jetzt kann unser Plan starten. Ach hey, das ist mir gerade noch was eingefallen. Ich muss ganz dringend noch auf die Toilette, Hannah. Ah gut, uns hat keiner gesehen. Ich glaube, wir haben hier ein ganz gutes Versteck. Ach, weißt du was, Pia? Ich sag vorsichtshalber nochmal zu Hause Bescheid, dass ich nicht nach Hause komme und dass ich bei dir bin. Und ich sag dann, dass ich bei dir bin. Gib mal dein Handy, Hannah, dann schreibe ich meiner Mutter kurz eine Nachricht. Ja, perfekt. Du bist bei mir, ich bin bei dir. Du musst dich nur beeilen. Irgendwie ist der Akku langsam ein bisschen schwach. Oh Mann, ich versteh's nicht. Wir warten jetzt bestimmt hier schon eine Viertelstunde und da sind immer noch Schüler. Wollen die nicht nach Hause? Ach, endlich Feierabend. Jetzt noch ab zum Sport und dann mache ich mir einen gemütlichen Abend. Tschüss, Herr Versuch. Wir freuen uns schon auf die nächste Chemiestunde. Ja, ich freue mich natürlich auch. Ich meine, wenn all meine Schüler so fleißig wären wie die in der Chemie AG. Die wissen meine Leistung wenigstens noch hier zu schätzen. Oh Gott, Chemie AG. Ich wusste gar nicht, dass es hier sowas an unserer Schule gibt. Das wäre auf jeden Fall nichts für mich. Naja, Hauptsache ist, dass sie langsam mal hier schon verschwinden aus der Schule. Ja, genau. Hey Jungs, ich gehe noch kurz auf Toilette. Ihr könnt schon vorgehen. Bis dann. Alles klar, wir sehen uns morgen in der Chemiestunde. Hä, ist die Tür verschlossen? Komisch. Hallo, ist da noch jemand drin? Oh Mann, Pia, jetzt müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Sag am besten gar nichts. Oder obwohl, ich hab da eine Idee. Hey, ist da jemand drin? Ich hab doch was gehört. Ja, aber ich glaube, ich hab die Toilette verstopft. Geh lieber woanders hin. Oh Mann, eine verstopfte Toilette. Ja, ich gehe einfach aufs Jungenklo. Sind ja eh schon alle weg, die Jungs. Oh Mann, Pia, das war echt kreativ. Verstopfte Toilette, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. So, und die Schülerin ist jetzt auch weg. Und, ich sehe da hinten noch jemanden. Frau Lieb, die verlässt auch gerade die Schule. Ich glaube, dann ist die Luft jetzt gleich rein. Ja, dieser Plan, den wir uns ausgedacht haben, der ist sowas von genial. Ja, genau. Jetzt geht's nur noch nach oben und wir holen uns den Test. Ja, und dann müssen wir uns nur noch die Ergebnisse einprägen und schon kann der Test morgen kommen und wir haben direkt eine 1. Okay, hier ist das Büro. Liegt irgendwo was rum? Nee, hier ist alles aufgeräumt. Picobello. Och Mist. Vielleicht können wir uns hier am Computer einloggen und vielleicht hat dann Herr Versuchter auch das hochgeladen. Hannah, das geht nicht. Ich meine, wir haben das Passwort nicht. Und außerdem meinst du nicht, dass das ein bisschen zu heftig ist, an einem fremden Computer hier jetzt irgendwie sich zu schaffen zu machen?
Och Mann, der ganze Plan umsonst. Wir haben nichts. Hier ist nirgendwo was. Ach, das heißt jetzt wohl für uns doch nach Hause und dann doch lernen. Oh nee, darauf habe ich überhaupt keine Lust. Das ist echt ärgerlich. Oh, Hanna, ich glaube, wir haben ein Problem. Das glaubst du nur, dass wir ein Problem haben? Natürlich haben wir ein Problem. Der Test steht morgen an und ich weiß ganz genau, dass ich das alles überhaupt nicht kann. Nein, Hanna, das meine ich nicht. Die Tür ist zu. Wir kommen hier jetzt nicht mehr raus. Ach, das kann gar nicht sein. Komm, lass mich mal. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Wir sind wirklich hier eingesperrt in der Schule. Ja, und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Keine Ahnung. Wie wär's denn, wenn wir durch so ein Fenster steigen? Ich meine, das kann ja ruhig hier offen bleiben. Und morgen machen wir es wieder zu. Na, sehr witzig, Pia. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Fenster alle total weit oben sind? Wie sollen wir denn da hochkommen? Ich hab noch eine Idee. Komm mal mit. Vielleicht können wir aus der Sporthalle entkommen. Och nö. Hier sind die Fenster auch so weit oben. Da kommen wir nie ran. Wie wär's, wenn wir hier einfach diese Leiter hochklettern und dann aus dem Fenster steigen? Hanna, wie willst du denn das hinkriegen? Ich meine, von der Leiter bis zum Fenster willst du hier einen auf Tarzan machen und dich rüberschwingen mit dem Seil? Ja, ganz genau daran habe ich gedacht. Schau mal, Pia, das wird ganz einfach. Hanna, das wird überhaupt nicht einfach. Ich meine, da liegen wirklich mehrere Meter dazwischen. Du fällst nur hin. Wow! Oh, Mist, aua! Oh, ich habe das Fenster auch schon berührt. Oh, aua, Mann, das war eine echt doofe Idee. Mann, ich hab dir doch gleich gesagt, dass es eine doofe Idee ist. Hast du dich jetzt verletzt? Nein, nein, nichts passiert. Das war nur ein bisschen blöd, aber ich bin relativ weich auf meinem Rucksack gelandet. Ich weiß zwar, dass das echt Ärger geben wird, aber vielleicht sollten wir zu Hause anrufen. Na, warum nicht gleich so? Ich meine, wir rufen zu Hause an und dann sollen die uns hier befreien. Und wir sind einfach hier nicht rausgekommen. Ja, das machen wir jetzt einfach. Oh, der Akku ist leer. Das Handy geht nicht mehr an. Och nee, müssen wir jetzt etwa die ganze Nacht hier verbringen? Das ist echt nicht gut. Nein, das ist auch nicht gut. Aber was sollen wir denn sonst machen? Komm schon, Pia, lass den Kopf nicht hängen. Schau mal, wir nehmen uns diese Matratzen. Und dann übernachten wir da drauf. Ist doch vielleicht ganz lustig. Ja gut, aber wo wollen wir denn mit den Matratzen dann hin? Ich finde hier in der Sporthalle ist es irgendwie total kalt. Vielleicht gehen wir damit in unseren Klassenraum. Da ist es ein bisschen gemütlicher. Siehst du, Pia, ist gar nicht so schlecht, oder? Naja, immerhin haben wir es jetzt einigermaßen gemütlich, aber dieser Test morgen, der geht mir nicht aus dem Kopf. Ich will nicht dafür lernen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich bin jetzt viel zu aufgeregt. Also lernen kann ich jetzt nicht. Also langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Ich meine, es ist schon echt spät und Hanna ist immer noch von Pia zurück. Sie wollte doch da nicht übernachten, oder? Ich denke, ich werde jetzt einfach mal bei Pia anrufen. Vielleicht ist Hanna ja schon auf dem Weg hierher. Hallo? Was soll das? Ich wollte eigentlich Hanna sprechen. Die war gar nicht bei Ihnen. Und nee, Pia ist auch nicht bei uns. Also das kann ja nun wirklich jetzt nicht sein. Die haben gegenseitig füreinander gelogen, so wie es aussieht. Wo stecken die denn nur? Ich werde jetzt mit Pias Mutter mich auf die Suche begeben. Gut, ich würde sagen... Ach, hallo, Frau Vogel. Hallo, wir fangen einfach hier in der Schule an zu suchen, weil hier waren sie auf jeden Fall als letztes. Frau Vogel, wie kommt es, dass Sie die Schlüssel von der Schule haben? Ach, das ist eine längere Geschichte. Wir haben hier letztens Verstecken gespielt und da hat mir Herr Grob verraten, wo ich den Schlüssel finden kann. Oh Mann, ich habe da irgendein Geräusch gehört. Hanna, hast du das auch mitgekriegt? Ist hier vielleicht ein Einbrecher oder so? Oh, oder vielleicht kommt nochmal ein Lehrer zurück. Dann gibt's richtig Ärger, wenn die uns hier finden. Oh, wir sollten uns vielleicht lieber hier ein bisschen verstecken. Vielleicht ist es doch ein Einbrecher. Ich habe ein bisschen Angst, Pia. Ich würde sagen, wir gehen als erstes in den Klassenraum. Vielleicht finden wir da irgendeinen Hinweis. Vielleicht sind die Mädels auf einer AG oder so. Hm? Was ist das denn? Hier liegen Matratzen, aber die sind hier normalerweise nicht. Also ich finde das wirklich äußerst merkwürdig. Ich meine, mit den Matratzen und da stehen auch noch die Rucksäcke der Mädels. Mama! Hallo! Wie seid ihr hierher gekommen? Ach, Pia, Hanna! Was macht ihr denn was hier? Was macht ihr denn hier? Naja, was wir hier machen, also so ganz genau kann ich das auch nicht sagen. Oh, ich bin auf jeden Fall so froh, dass ihr uns gefunden habt, Mama. Ich bin auch froh, dass wir uns jetzt hier wiederfinden, aber was sollte das? Ist das hier wieder eine 24-Stunden-Challenge, von der ich nichts weiß? Naja, eine 24-Stunden-Challenge wäre es fast geworden. Das stimmt, aber warum wir jetzt überhaupt hier sind, das behalten wir lieber für uns. Genau.